Hallo. Hi. Willkommen zu Breath of the Wild. Master Sword RTA. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich zähl von 3 auf 0. 3, 2, 1, go! Ja, Breath of the Wild, Master Sword RTA. Warum Master Sword RTA? Das Ziel dieses Runs ist, sich das Master Sword zu holen. Und RTA steht halt einfach für Real-Time Attack. Bedeutet aber im Grunde nur, wir werden das Spiel nicht abschließen, sondern beim Master Sword ist Ende. Natürlich die Frage, warum ist es eine Kategorie? Um das Master Sword zu bekommen, braucht man 13 Herzen insgesamt. Und um Herzen zu bekommen, muss man entweder Schreine oder Dungeons lösen. Also entweder 4 Schreine oder einen Dungeon, dann bekommt man ein Herz. Und man startet mit 3 Herzen, das heißt, man muss insgesamt 40 Dungeons machen, 40 Schreine machen oder 36 Schreine und einen Titan, 32 Schreine, einen Titan und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall schon viele verschiedene Möglichkeiten, das zu kombinieren. Und vor allen Dingen kann man sich auch aus allen Schreinen, die es im Spiel gibt, die Schreine aussuchen, die man gerne hat, was natürlich auch sehr, sehr viele interessante Routen ermöglicht. Dies ist der Shika-Stein. So, für diejenigen, die vielleicht schon mal einen Breath of the Wild Run gesehen haben, aber in den letzten paar Monaten, Wochen nicht ganz so aufgepasst haben, für die dürfte der Anfang jetzt direkt ein bisschen anders werden. Ja. Genau, und das Spiel ist auf Deutsch, weil die einfach schneller reden. Ich würde sagen, wir sollten uns am besten auch noch mal kurz vorstellen. Für die Leute, die uns nicht kennen, ich bin die Leora, ich mache heute mit das Commentary. Ich bin Thor, ich habe das Game auch irgendwann mal gerannt und ja. Für das Commentary heute wird's reichen. Ja, ich bin Leblog und ich run das Game. Du bist eh unwichtig. Ja, ich weiß. Nur Deko. Ja, ich bin auch gerade am Dekorieren, die Kisten umdekorieren. Weil es kann ja nicht angehen. Ich meine, da wacht man nach 100 Jahren auf und alles ist unordentlich. Ja, gut. Das müssen wir wieder vernünftig hinkriegen. Das funktioniert schon mal wunderbar nicht, aber egal. Genau, das Ziel gerade ist, erstmal auf das große Plateau zu kommen, damit wir gleich auch weiter die Map erkunden können. Und dafür müssen wir erstmal den Anfang spielen. Ich denke mal, das wird nicht allzu lange dauern. Ja, hoffentlich. Je nachdem, wie es so läuft. Okay. Was genau machst du da jetzt gerade? Das sollte man am besten gleich sehen, wenn es denn mal klappt. Am besten. Pro-Tipp, mach's einfach richtig. Hat im Track jetzt auch immer geklappt. Komm, macht man's richtig, funktioniert's, ne? Das will gerade nicht. Das ist komisch. Ich befürchte. Eventuell muss ich nochmal neu laden. Ah, das wird übergehen. Egal, lade ich mal kurz neu. Also was man eigentlich gleich sehen sollte, ist, wenn man gegen die Wand drückt und dann in First-Person-Mode geht, dann kann man tatsächlich Out of Bounds klippen. Ah, sonst die Cutscene nochmal angucken. Eventuell wäre es schneller gewesen, einfach zu speichern und neu zu laden. Ja, normalerweise kann man einfach resetten, wenn man da das lange nicht hinkriegt, aber Schlummer den richtigen Weg weisen. Passt schon. Zum Glück reden die ja in Deutsch schnell. Ja, auf Englisch ist da noch irgendwie 5 Sekunden Stille danach. Ja, also Deutsch ist auch die schnellste Sprache im ganzen Spiel. Ja. Selbst vor Japanisch. Japanisch ist sogar ziemlich langsam, glaube ich. Ich meine auch, es wäre eine der längsten. Fand's nicht 14 Sekunden oder so für Any Percent? Ja, das ist schon eine Menge. Also eventuell sieht man manche Leute, die halt auf der französischen Sprache runnen.
Das liegt dann einfach daran, dass sie die amerikanische Version haben. Die hat halt kein Deutsch. Und daher ist das dann die 3 Sekunden langsamer oder so. Also jetzt auch nicht so wild. Ron ist das Ganze jetzt auch auf der Wii U. Macht das bei dir irgendeinen Unterschied von der Zeit her? Die Wii U ist tatsächlich schneller. Ich run es aber auf Disc, was auch wieder langsamer ist als die digitale Version. Aber hey. Hast du da gerade irgendwie überhaupt nicht? Ja, dafür gibt es ein genaues Setup. Allerdings ist die eine Kiste ein bisschen zu weit reingerollt. Von daher. Muss ich es nochmal probieren. Der Trick ist auch noch gar nicht so alt. Also. Da kommt noch gerade eine Frage aus dem Chat, und zwar: Wäre die normale Route schneller? Gute Frage, keine Ahnung. Ist für den Marathon immer super gut. Ja. Ja. Tatsächlich hat. Ich meine, gibt es noch gar keine Route für die Out of Bounds. Ah, genau. Ah, wunderbar. So soll es sein. Dann kann man hier. Kann man hier auch noch Bounce klippen. Und der Schrein des Lebens ist tatsächlich so ein kleiner Extra-Bereich. Und hier drunter ist dann noch die normale World Map quasi. Wir müssen aber auch wieder in Bounce klippen. Und tatsächlich sind die Kollisionen in Breath of the Wild von beiden Seiten. Das heißt, man muss sich da an so eine kleine Ecke quetschen. Und wenn man uncroucht, dann kann man durchklippen. Ja, das spart jetzt ein bisschen Zeit, weil wir den Teleporter skippen im Schrein der Auferstehung. Das heißt, wir können uns da nicht hin teleportieren. Was auch noch geskippt wird, ist, dass der Tag- und Nachtzyklus aktiviert wird. Das heißt, wir werden das den ganzen Wand über um 5.15 Uhr machen. Wie ich anfangs schon erwähnt hatte, nice, diejenigen, die wahrscheinlich schon mal den Breath of the Wild Run gesehen haben, die werden wahrscheinlich gesehen haben, dass da anfangs gar nicht mehr so viel zu optimieren ist, auf Link. Den ersten Blick. Link. Das hat sich jetzt allerdings deutlich geändert, wie man dann auch gleich sehen wird. Ort, genau. Wir haben uns jetzt erstmal so ein paar Basic-Items geholt, also ein Schild und die Axt. Schild ist super, auch wenn da nur steht, das hat irgendwie eine Stärke von 1. Es hält trotzdem sehr gut. Also es reicht fürs Plateau. Und man kann damit Schild schlittern, was vor allen Dingen hier auf dem kalten Gebiet sehr, sehr nützlich ist. Und wir holen uns einfach Pfeile, bevor wir einen Bogen haben. Das geht in dem Spiel. Dann holen wir jetzt direkt den Bogen. Das ist ganz nice, dass es hier auf dem Weg liegt. Und wenn man sich fragt, wo zur Hölle gehe ich hin? Ich soll auch ganz woanders sein. Ja, das ist richtig. Ich soll ganz woanders sein, aber das interessiert mich jetzt nicht so viel. Ich meine, ja, man weiß genau, wie Speedrunner sich darum scheren, wo man lang sollte. Ja, wen interessiert schon, wo man lang muss, wenn man auch einfach woanders sein kann? Genau. So, und tatsächlich sollte man erst den Turm aktivieren, dann kann man alle Schreine aktivieren. Und kann da rein. Ja, tatsächlich gibt es aber auch noch einen anderen Weg. Das erkläre ich, wenn ich es geschafft habe. Ja, das wird nicht funktionieren. Nee, das wird nicht funktionieren. Okay.
Genau, das soll nämlich passieren. Man kann sich hier einfach reinklippen. Und dann den Fahrstuhl von Out of Bounds aktivieren. Das geht einfach, der ist immer da. Nur normalerweise kommt man halt nicht in den Schrein rein. Dafür muss man einen anderen Glitch anwenden und der nennt sich Skew. Dadurch, dass man mit dem Schild auf so eine Fläche drauf springt, wird quasi gespeichert, dass Link in diesem Schildschlittern Zustand war. Und zwar mit diesem Winkel. Und diesen Winkel resettet das Spiel nicht. Es sei denn, man Schildschlittert wieder. Das ist auch tatsächlich, wenn ich eine neue Datei lade, habe ich das immer noch. Und wenn ich ein neues Spiel starte, ist das auch immer noch da. So, und wenn ich jetzt einen Shieldjump mache, also ich springe mit dem Schild und nehme das dann weg, dann ist das Spiel so ein bisschen verwirrt, weil eigentlich soll es irgendwie in einen Schildsurf-Modus, aber irgendwie geht's nicht, weil das Schild weg ist. Und dann, das wird man wahrscheinlich gleich sehen, wird Link, sehr schön gedreht. Und tatsächlich hilft das, dass man dann da durchklippen kann. Da hat man es gesehen. Der nickt so einmal zur Seite. Und das ist genau die Animation, die man braucht, um da durch diese Stelle durchzuklippen. Weil, er ist einfach so schnell, dass es da keine Heat Detection gibt. Ja. Und warum machen wir überhaupt die Schreine? Wir brauchen die ganzen Schreine, um das Parasegel zu kriegen, damit wir vom Plateau runterkommen. Und man guckt sich hier die Cutscene ein bisschen an. Das ist tatsächlich schneller, als wenn man das direkt skippt. Das liegt daran, weil wenn man die Cutscene direkt skippen würde, würde man ein internes Game-Ereignis irgendwie skippen. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwas unterbricht man. Und dann würde der Ladebalken ein paar Sekunden länger sein. Und das ist tatsächlich, der ist so viel länger, dass es sich tatsächlich lohnt zu warten, bis das Spiel mit was auch immer es tut, fertig ist. So, der alte Mann erzählt uns jetzt erstmal irgendwas über die Schreine. Erzählt uns auch, dass wir uns hier zu diesem Turm brauchen können, der gar nicht da ist, weil wir ihn deaktiviert haben. Er sagt, wir sollen uns die Map angucken, die auch noch nicht aktiviert wurde. Ja. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, warum gehen wir zu diesem Schrein als erstes? Stasis ist sehr nützlich. Weil man kann damit Dinge anhalten. Aber noch interessanter ist es halt, die Dinge wieder in Bewegung zu versetzen. Weil man halt die ganze Energie, die man da reinsteckt, die kann man dann auf einmal wieder freisetzen. Und das bedeutet, dass man ganz, ganz viele lustige Jumps damit machen kann. Genau, eine Frage gerade auch noch aus dem Chat. Und zwar, funktionieren die gleichen Tricks auf der Switch-Version? Ja. Es gibt keine Version-exklusiven Tricks. Das Einzige, was eventuell anders ist, ist Lag. Da muss man sich dann irgendwie andere Setups überlegen. Aber alle Tricks gehen auf allen Versionen. Also das ist jetzt auch, es müsste der neueste Patch sein. Ich wüsste nicht, dass ich da irgendwann mal, ich habe es eigentlich immer geupdatet. Es macht auch keinen Unterschied, es wird keine Glitches gepatcht. Das Gute war, dass diese ganzen Sachen mit dem Out of Bounds gefunden wurden, nachdem eigentlich alle Updates gekommen waren. So, hier sieht man schon, warum Stasis sehr nützlich ist. Man kann einfach einen Baum fällen und während er noch gefällt wird, kann man ihn einfach mit dem Stasis einfrieren, dann ein bisschen beschleunigen und mit dem Pfeil gibt man die Richtung an. Ja, und dann kann man sich dranhängen und dann fliegt man. Stasis ist wahrscheinlich auch die wichtigste Rune im ganzen Speedrun. Das auf jeden Fall. So, und da der Turm immer noch nicht aktiviert ist, müssen wir auch hier durchklippen. Dieser Teleporter ist tatsächlich ein bisschen höher. Das heißt, wir müssen ein bisschen ein anderes Setup anwenden, um da reinzukommen.
das Spiel laggt da tatsächlich so ein bisschen, weil da so viel Kollision ist, dass es ein bisschen braucht, um das zu berechnen. Und dann sind wir schon im zweiten Schrein, wo wir die Kryonis-Rune bekommen. Das war auch in der alten Route der zweite Schrein. Allerdings würde man da in die andere Richtung gehen. Und diese Rune erlaubt es einem, Wassersäulen, Eissäulen zu erzeugen. Achso, genau. Da sieht man jetzt noch, ich habe die Amiibo-Rune aktiviert. Da steht aber No Amiibo. Okay, das steht da nicht, aber der Brand ist No Amiibo. Die Rune ist trotzdem aktiviert, weil ich den nachher für einen Trick brauche. Aber tatsächlich brauche ich nur die Rune und keine Amiibos an sich, von daher ist das auch in No Amiibo erlaubt. Schade. Wenn man das richtig timet, kann man da ganz nach oben kommen. Und somit hier diesen kleinen Walk skippen. So. Die Cutscene, dass er den Schein öffnet, ist ein bisschen kürzer als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hat er dann auch so eine kleine extra Animation, wo er so ein bisschen guckt, was ist das eigentlich, was ich da berühren soll. Aber dann. Ja, weiß er irgendwann, wie der Hase läuft, einfach draufdrücken und das explodiert und dann geht er weg und zack. Kriegt er sein Emblem. Genau, das ist die Dinger, die sie da sammeln müssen, um dann zum Masterschwert zu kommen. So, das ist noch ein weiterer Trick. Nennt sich Fall Damage Cancel. Und zwar kann ich, wenn ich meine Waffe werfe und sie aber ändere, bevor ich sie ganz geworfen habe. Ah, das war nicht so gut. Wenn ich die Waffe ändere oder mein Schild ändere, bevor ich sie ganz geworfen habe, dann wird die Fallhöhe zurückgesetzt, weil das Spiel nicht damit rechnet, dass man das macht in der Luft. Witzigerweise einer von den ersten von den Sachen, die ziemlich am Anfang gefunden wurde, die aber auch nie gepatcht wurden. Von daher ist wahrscheinlich intended. Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich kein Trick, der nötig ist. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Den gab es auch noch, als ich gerannt habe. Ja. So alt ist der schon. Ja. Ach ja, worauf ich auch noch eingehen sollte, was ich hier die ganze Zeit mache, um halt möglichst schnell zu laufen, nennt sich Whistle Sprinting. Bedeutet einfach, ich whistle die ganze Zeit, also ich pfeife nach meinem Pferd. Es gibt noch kein Pferd, aber dafür gab es ja auch ein Incentive, das zu benennen. Und wenn ich dann B mashe, dann kann ich immer beschleunigen, ohne Ausdauer zu verlieren. Ja, das Spiel hängt da ein bisschen, weil es hier die ganzen Sachen nachladen muss. Weil man ein bisschen zu schnell für das Spiel ist. Das Spiel rechnet nicht damit, dass wir hier mit diesem Hyperspeed langlaufen. Ja, das ist immer ganz witzig, wenn man dann sieht, irgendwie Link fliegt da durch die Luft und muss in der Luft kurz mal stoppen. Okay, der Baum kann einen, wenn er zurückfliegt, auch schön umbringen. Ist mir oft genug passiert. Ja, das ist funktioniert. Nice. Das ist übrigens der letzte Schrein, den wir reinklippen müssen. Hat man auch gesehen, nur mit reinklippen ist es noch nicht getan. Man muss immer noch irgendwie den Aufzug aktivieren. Genau. Man kann leider nicht einfach so rein. Wenn die Kollision leider von beiden Seiten funktioniert. Das heißt, wenn man klippen will, dann muss man eigentlich normalerweise zweimal klippen. Einmal halt out of bounds und dann wieder in bounds.
So, hier bekommen wir die nächste Rune. Das ist die Magnesis-Rune. Damit können wir metallene Dinge bewegen. Was auch später noch ganz lustig wird. Aber das wird erst in irgendwie ein paar Stunden, zwei Stunden sein. Würde eigentlich die Kiste auf der Map angezeigt werden, wenn man alle, Kisten in dem nicht aktivierten Schrein holt? Ich würde sagen, ja, ich habe es aber nicht ausprobiert. Also so wie ich das Spiel kenne, würde ich sagen, das ist halt unabhängig davon, ob man aktiviert hat oder nicht. Sieht dann auch sehr interessant aus, wenn man schon alle, Schätze in einem nicht aktivierten Schrein hat. Ja, genau. Was das Problem mit den nicht aktivierten Schreinen ist, ich kann mich da nicht hin teleportieren. Weil das Teleportieren wird freigeschaltet, sobald ich den aktiviere und dann das Tor aufgeht. Und wenn ich das nicht mache, dann sagt das Spiel, ja gut, kannst du dich nicht hin teleportieren. Ich meine, du hast den Schrein zwar gemacht, aber du hast nicht das erfüllt, was notwendig ist. Nö, du darfst das nicht. Ja. Ne, ist halt so, muss man hinnehmen. Ist nicht so wichtig. Zu den drei Schreinen, ja, der Schrein hier wäre ganz nett gewesen zum Hinteleportieren, aber nicht unbedingt notwendig. Ach so, genau, hier habe ich übrigens vorher noch die Kiste aufgemacht. Das ist einfach nur für Money. Für nichts anderes. Wunderschön. Ist auch tatsächlich, ich glaube, der einzige Nutzen von einer DLC-Truhe in diesem Run. Ach ja, genau. Das muss ich auch noch mal zeigen. Der fliegt da nämlich runter. Weil er sollte eigentlich auf dem Turm sein. Da der Turm aber nicht aktiviert war, fällt er halt runter. So. Ich meine, man kann sich jetzt auch fragen, wenn ich in alle Schreine reinklippen kann, warum aktiviere ich den Turm? Aus dem Grund, dass ich mich halt sonst nirgendwo hinwarpen kann. Das heißt, man müsste quasi die Route finden, alle Schreine irgendwie in einer Reihenfolge zu haben, dass man sich nie warpen muss. Und man müsste noch in jeden Schrein reinklippen. Das ist ein bisschen... ich weiß nicht, ob irgendjemand Lust hat, das zu timen. Es ist bestimmt langsamer, hoffe ich. Also wirklich jeden Schrein reinzuklippen, das wäre dann doch ein bisschen viel. Mir reichen die drei hier. Was ist aktuell deine PB? Ich meine offiziell 2:31 oder so. Ich habe noch einen Run mit der Route ein bisschen schneller, aber den habe ich noch nicht submitted. Aber da habe ich auch ziemlich viel Zeit verloren bei den ganzen Sachen. Also... Das, denn das neue Plateau ist ein bisschen tricky. Die ganzen Clips und den ganzen Launches. Dass die jetzt tatsächlich geklappt haben, finde ich gut. Ja, sah ganz gut aus. Ah. Ach ja. Genau, wieder vor der Damage-Grenze. So, jetzt achtet auf die Cutscene. Boah, passt. Die Cutscene ist ein bisschen broken. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir den jetzt aktiviert haben, nachdem uns der alte Mann schon gesagt hat, ja, hier kannst du dich zum Turm warpen und so. Also wir haben halt schon einen Schrei gemacht und dann kommt hier diese Cutscene, die so ein bisschen kaputt ist. Normalerweise würde er uns auch was sagen, aber macht er nicht, weil, wie gesagt, er ist in einem Status, wo er nicht ganz genau weiß, irgendwas passt ja nicht. Er ist alt und verwirrt. Genau. Also warum genau das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber das Spiel erwartet halt nicht, dass man einen Schrein macht, bevor man den Turm aktiviert und ist darauf nicht vorbereitet. Von daher. So, dann gehen wir auch zum letzten Schrein des Plateaus. Funktioniert aber. Wunderbar.
Ja, der zerbricht gleich, aber so ein, weiß nicht, ein HP müsst ihr noch haben. Das reicht. So. Ein Großteil. Bis wir den nächsten Schild bekommen. So, und jetzt sind die Schreine auch aktiviert. Das heißt, ich muss da nicht reinklippen, sondern kann einfach den Schrein aktivieren, hier reinrennen. Und das heißt, ich kann mich auch später hier hinwarpen. Werde ich nicht tun, aber man könnte es. So. Das Spiel erwartet von uns übrigens auch, dass wir die Schreine machen, da wir sonst einfach nicht aus dem geschützten Bereich rauskommen und unser Spiel einfach mal resetten würde. Genau. Also tatsächlich ist das eine von den solidesten Sachen im ganzen Spiel, diese Barriere um das Plateau. Wenn man da reinkommt, ohne dass man das Fahrersegel hat, wird man einfach ausgebeutet. Selbst wenn es möglich wäre, sich zum finalen Kampf zu warpen. Ja, der allerfinale Kampf findet auf der Overworld statt und selbst wenn man halt den Boss davor killt, würde man trotzdem ausweiden, sobald man in den Kampf geladen wurde. Also, Plateau-Skip wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, wenn überhaupt. Ist so quasi der Barrier-Skip von Breath of the Wild. Ewiges Meme. So, ich habe mich hier geheilt, damit ich mich gleich wieder damagen kann. Und zwar hat man schon gesehen, das sah nicht natürlich aus. Und zwar war ich in einem verglitschten Zustand. Und zwar kommt man in den, wenn man einen Shield-Jump macht und dann das Schild einfach wegnimmt. Dann ist das Spiel immer noch in diesem Shield-Surf-Mode und sagt, okay, du kannst nicht von irgendwas getroffen werden und dann durch die Luft fliegen. Was wir aber gerne wollen, weil das sehr cool aussieht. Und deswegen würde es nur diese verglitschte Animation machen. Sobald man aber einmal sich zum Beispiel mit einer Bombe getroffen hat, wird das wieder geresettet. Man kann auch aufs Schild draufspringen und dann das Schild wegnehmen. Dann fliegt man auch in diesem Ragdoll-State. Ja. So, und hier haben wir jetzt dann auch tatsächlich mal eine nicht kaputte Cutscene. Nee. Soll dann auch mal vorkommen. Und wir haben ja alles richtig gemacht, wir haben alle Schreine aktiviert. So genau, das schieße ich ab, damit es direkt aktiviert wird. Und das bedeutet, normalerweise würde dann eine kleine Cutscene kommen, wo das Viech vorgestellt wird. Das würde mich dann mit dem Auge anvisieren und ich könnte mich nicht bewegen, aber wenn ich es vorher triggere, dann kann ich mich tatsächlich bewegen. So, dann war es das auch. So gut wie vom Plateau. Ah. Ja, an den Baum dran zu greifen ist ein bisschen blöd. Man will auch immer Double Hits kriegen, also deswegen drehe ich mich auch um. Und gehe so ein bisschen nach rechts. Dann trifft er den bei jeder Rotation zweimal. Das hat leider nicht ganz geklappt, aber ich möchte den vollen Speed haben. Deswegen habe ich nochmal nachgeschlagen, was mir ein bisschen weniger Zeit gibt, um auf den Baum raufzukommen. Und das ist einer von den Bäumen, die so ein bisschen tricky sind. Achso, rechts unten sieht man jetzt übrigens die Zeitanzeige. Und die bleibt immer auf 5.15 Uhr. Das ist, weil wir die Opening Cutscene nie getriggert haben. Denn da fängt die Zeit an. Okay, die Plateauzeit ist, ja, sehr gut. Also, wenn man mit diesem Plateau, ich weiß nicht, ich glaube, könnte locker irgendwie 9 Minuten schneller sein. Aber egal. Wir kriegen jetzt das Item, was wir die ganze Zeit haben wollen, und zwar das Fahrersegel. Dann können wir auch endlich vom Plateau runter und mal vernünftig anfangen, Schreine zu sammeln. Du hattest ja eingangs erwähnt, dass man eine vernünftige Kombination aus Dungeons und Schreinen braucht. Ja. Wie sieht das aus? Also, man macht nur ein Dungeon, und zwar Meadow, wo wir jetzt auch als erstes hingehen.
Weil alle anderen sind viel zu langsam. Der bei den Soras hat eine viel zu lange Cutscene am Anfang. Bei den Goron, ja, ich glaube, da muss ich nicht drüber reden. Und bei den Gerudos ist die Quest viel zu lang. Nur Meadow ist auch, ja, ist gerade so schnell genug, dass man nicht sagt, okay, wir machen dafür vier Schreine. So, die Echse ist immer da. Das ist ganz nett, weil das ist eine Spurt-Echse. Und die brauchen wir, um ein bisschen Spurtmedizin zu machen, die uns dann schneller rennen lässt. Das dauert auch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Ich schätze mal, das rentiert sich auch dementsprechend, da wir nach Meadow auch die Fähigkeit kriegen, den Tornado. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum es noch nicht rausgeflogen ist. Wahrscheinlich geklappt haben. Was ich da jetzt versucht habe, was leider nicht geklappt hat, nennt sich ein Super Launch, wenn man ein bisschen Lag erzeugt und dann pausiert und dann nochmal pausiert und dann sofort das Parasegel rausholt, nachdem man pausiert hat, ist das Spiel in einem Lag-Zyklus und gibt uns den Speed, den wir jetzt bekommen haben. Also es war übrigens jetzt ein normaler Launch, wo man sich einfach von einem Objekt treffen lässt, Schaden nimmt und dann hier über die ganze Welt geschleudert wird. Dann würde einem der Speed verdoppelt werden, weil das Spiel den einem zweimal gibt. Das ist ganz nützlich. Es sind ein paar Fragen im Chat aufgetaucht. Oh, erstens, ja. Wie groß ist der RNG-Einfluss im Run? RNG-Einfluss sind vor allem die Pferde. Man kann nicht abschätzen, ob man eins mit 3 Speed oder mit 4 Speed bekommt. Das ist der größte RNG-Faktor. Dazu gibt es halt noch mehrere Pferde, die man so auf dem ganzen Run benutzt. Ja, das ist dann der größte RNG-Faktor. Rubine sind tatsächlich kein RNG-Faktor. Wir haben schon... Das war nicht richtig. Wir haben tatsächlich schon alle Rubine, die wir brauchen. Für den ganzen Run. Wofür brauchst du die Rubine dann noch? Die Rubine werden benötigt, um Bombenpfeile zu kaufen, um Pfeile zu kaufen und natürlich am wichtigsten, um Frösche zu kaufen. Das sind natürlich Speed Frogs, Spurtkröten, das heißt, damit können wir dann noch ein bisschen Spurtmedizin machen. Die zweite Frage war, ob es einen Unterschied macht, ob es Tag oder Nacht ist. Ja, das macht einen Unterschied. Und zwar bei Nacht spawnen diese Skelettgegner. Und an manchen Stellen, wo man halt einen Launch machen möchte. Und die sind dann sehr nervig, weil, ja, die können, wenn die halt auf den Baumstamm schießen, verändern die den Winkel und dann funktioniert das nicht mehr so, wie es sollte. Und das macht eigentlich den Unterschied. Es gibt ein paar Schreine, die eine bestimmte Uhrzeit brauchen. Ups. Die werden wir in dem Run natürlich nicht machen können, weil die Uhrzeit festgesetzt ist. Aber das ist so der einzige Unterschied. Ja! Wow! So, dann verkaufen wir erstmal hier den Rubin. Der freut sich darüber. Können wir erstmal die ganzen Pfeile kaufen, weil so viele Pfeile haben wir nicht. Und die Spurtkröten. Ich könnte jetzt theoretisch schon eine Spurtmedizin machen. Allerdings ist das, braucht man dafür halt insgesamt vier Sachen, die einen schneller machen und halt einen Monster-Part. Aber alle, die ich habe, sind nicht so gut, dass es sich lohnen würde. Das kriege ich erst im Dungeon. Hat nicht geklappt. Man kann, da kann man übrigens auch, das ist ganz nice, man kann einfach einen Pfeil abschießen, um den Winkel zu ändern. Wenn man gerne ein bisschen höher fliegen möchte. Ja,
Ich weiß nicht, ob das hier bei dem klappt. Ich kann es mal versuchen. Ah, klappt. So sollte das dann aussehen. Dann wird man ein bisschen höher geschleudert und kommt direkt zum nächsten Schrein. Bevor ich mich wieder heilen muss. Wenn man den Launch gut macht, dann kann man auch bis zum ganz bis zum Schrein kommen. Was tatsächlich ziemlich nervig ist um diese Uhrzeit, ist, dass diese komischen Blobviecher spawnen. Kann man leider nicht verhindern. Achso, wenn man übrigens die Uhrzeit ändern möchte, das funktioniert nicht. Man kann zwar schlafen, man kann sagen, okay, ich möchte bis zum Mittag schlafen, aber die Zeit bleibt dann trotzdem auf 5.15 Uhr stehen. So, ja, guten alten Bombenboosts. Man kann sich, wenn man in der Luft ist, von der Bombe treffen lassen und dann ein bisschen durch die Luft schleudern lassen. Ich habe das jetzt tatsächlich gebuffert, also ich habe den Bogen rausgezogen. Das gibt mir ein bisschen mehr Zeit, um halt die Bombe zu zünden, was halt ganz nice ist. Ah ja. Weil das sonst ein bisschen... Der Trick ist hier sonst ein bisschen schwieriger. An den Schrein erinnere ich mich auch noch. Den hat man früher auch in All Dungeons benutzt. Ja. Vor, was weiß ich. Eine sehr, sehr alte Route. Ja, vor uralter Zeit. Hauptsächlich nur, um sich das Schwert zu holen. Genau. Ich habe mir jetzt das Großschwert geholt. Der Grund dafür ist, dass es overpowered ist und wir tatsächlich ein paar kleine Kraftproben auf dem Weg haben. Und dafür ist es ganz nice, weil ja, man kann die kleinen Viecher, kleinen Roboter damit ziemlich gut zerstören. Und wenn das da gerade so kostenlos im Schrein drin liegt, nehmen wir es halt mit, ne? Ah. Ja. So, jetzt kommen wir auch zum ersten RNG-Faktor, und zwar zu den Pferden. Yay. Er macht nicht so Spaß, aber naja. Erstmal da hinkommen. Denn obwohl man sich sehr schnell launchen kann, gibt es doch ein paar Stellen tatsächlich in diesem Spiel, wo es keine Bäume oder sonst was gibt. Die aber, wo eigentlich doch Schreine sind, die man gerne hätte, weil sie so auf dem Weg liegen. Und da sind Pferde dann doch leider die schnellste Fortbewegungsmethode. Die sind nicht gut in diesem Spiel. Ja, das sind die Viecher. Ein bisschen nervig. Aber zum Glück kann man sie einfach killen. Achso, warum? Ich habe da jetzt mich umgedreht mit dem Bogen. Da mache ich einfach einen kleineren Jump. Das macht einfach nur das Setup leichter für mich. Hat jetzt keinen besonderen Grund, weil es irgendwie weiter ist oder so. Also jeder normale Launch würde funktionieren. Ich bin überrascht, dass mich das Pferd nicht umgebracht hat. Tatsächlich. Ah, ich weiß nicht, ob das ein schnelles ist. Sieht gar nicht mal so lahm aus. Was man hier auch machen kann, ist, wenn man abspringt und dann in diese Slow-Motion-Animation vom Bogen geht, kann man einen Sheer-Jump machen und dann landet man wieder auf dem Pferd drauf. Das bedeutet, man muss nicht warten, bis das Pferd seine ganze Stamina wieder regeneriert hat, sondern ja, man kann das einfach so oft machen, wie man will. Soweit ich weiß, die mit 4 Stamina können nie 4 Speed sein. Das ist von Horse-Spawner zu Horse-Spawner unterschiedlich. Also es gibt halt mehrere Stellen, wo halt Pferde spawnen können. Und da gibt es halt eine bestimmte Auswahl, was sie sein können. Und ich meine, an der Stelle ist es auch
3 Ausdauer, 3 Speed wirklich, aber auch 3 Ausdauer und 4 Speed. Ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, was das ist. Es gibt auch eins, das hat 2 Ausdauer und 4 Speed, was immer noch besser ist als 4 Ausdauer und 3 Speed. Weil man möchte gerne ein schnelles Pferd. Weil Ausdauer hat man ja gesehen, wie sehr man sich dafür interessiert. Also mal bei der ersten Kraftprobe. Wir müssen das Viech umbringen. Er muss ein bisschen aufpassen. Weil der kann auch Laser schießen. Ah. Kann. Ja. Normalerweise kann man die mit dem Slam auch noch direkt umbringen. Das ist ganz nett. Man kann die übrigens auch skippen mit dem Clip. Allerdings ist das ein bisschen riskant, weil die Guardians doch ein bisschen sehr nervig sind, wenn man da gerade durchklippen will. Ja, den habe ich dich auch die Woche ein paar Mal practicen gesehen. Ja, genau, und habe mich dann noch dagegen entschieden. Es ist nicht schön. Wenn man es direkt auf Anhieb hinkriegt, dann funktioniert es gut, aber man hat keine zweite Chance und nee. Wie viel Zeit wird das denn für circa sparen, wenn du schaffst? Ein paar Sekunden. Okay, also wenn überhaupt. Nicht so viel. Nee. Und man kann halt so schnell sehr viel Zeit verlieren, das ist das Problem. Und da ist es nicht wirklich Marathon safe. Ich meine, wie man gesehen hat, war das Plateau auch nicht Marathon safe, aber naja. So, kommen wir wieder auf Pferd. Da braucht schon Marathon safe Strats, wenn man auch einfach Whisky Strats machen kann. Ja, man will ja ein bisschen was zeigen, ne? Das muss nur funktionieren. Ganz interessant, wie sich die Kategorie so über die Zeit entwickelt hat. So am Anfang hat man sich nur das Pferd geholt und ist dann über die ganze Map geritten. Zu allen Schreien hin. Aber jetzt ist es eigentlich so, ja, wenn man irgendwo einen Lounge machen kann, dann macht man den natürlich. Wie viele Schreine nimmst du jetzt noch mit, bis wir zum Dungeon kommen? Keine Ahnung. Die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Aber es dürften gar nicht mehr so viele sein. Normalerweise soll man das hier mit Feuer wegbrennen, dann kann man die Stelle einfacher aufbomben, aber man kann es auch, wenn man die Bombe richtig wirft, ohne dass man die Stacheln wegmachen muss, kaputt machen. 5 Schreine kommen noch nach dem bis zum Dungeon, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe oder einen vergessen habe. Ja, genau die Attacke meine ich. Kann ein bisschen nervig sein. Normalerweise brauche ich die Axt nicht, aber aus Safety-Gründen nehme ich sie mit. Falls mir ein bisschen die Durability ausgeht, falls ich keine Waffen mehr habe, ist das ganz nett. Ich nehme auch hier den Schild mit, weil der ziemlich haltbar ist. Brauche ich keinen anderen. Eventuell kann ich den sogar kaputt machen. Na, leider nicht. Ich probiere es draußen nochmal. Hat dann doch noch mehr als eine gehabt. Anscheinend. Ja, die. Selbst diese Billigschilde sind haltbarer, als man dann denkt. Weil tatsächlich verlieren die auch nur, ja, ihre Durability, wenn man auf irgendwas schlittert, was nicht Sand und Schnee ist. Deswegen konnte man auf dem Plateau da sehr schön lang schlittern. Da kann man einfach einen Schildraum rausmachen. Ah, gehst du jetzt kaputt? Wunderschön. Ja, das Schild will ich nämlich loswerden, damit ich nur noch das andere habe. Mach's mit dem Menü ein bisschen einfacher. Normalerweise möchte man ja so oft wie möglich die Stasis-Rune haben. In den ganzen Launches. Aber tatsächlich ist hier, ich meine, die längste Sektion, wo man halt die Stasis-Rune nicht benutzt.
weil es hier erstmal keine Launches gibt. Aber es geht jetzt auch zum nächsten Schrein. Da sieht man auch, warum die Kategorie so cool ist. Denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Schrein-Skips. Also ich meine, für jeden Schrein, den es gibt, gibt es irgendwo einen Skip. Normalerweise soll man hier ganz, ganz viel Zeug machen, um dieses Ding auszufahren. Wenn man allerdings einen präzisen Sprung macht, dann kommt man da auch so hin. Muss man sich nicht mit dem Rest aufhalten. Na, wieso auch das ganze Intended machen? Ja, genau. Warum Intended, wenn es auch schnell geht, ne? Ja, kriegen wir wieder das nächste Emblem. Wieder warten, bis der Text weg ist, damit der Load hier nicht so lange dauert. Weil jetzt sieht man auch, der Load fängt direkt an. Wenn man die Cutscene da direkt skippen würde, würde der noch irgendwie, keine Ahnung, 7 Sekunden oder so bei 0 stehen. Was dann auch der Grund ist, warum es Zeit spart, da zu warten. Das wollte ich nicht. Manchmal, wenn man spurt, dann will das Pferd nicht. Wildpferde sind ziemlich ätzend in dem Spiel. Nur manchmal? Ja, genau. Guck mal, da wollte es gar nicht. So. Pferde sind eine ziemlich grauenhafte Mechanik in dem Game. Ja. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die scheuen vor jedem kleinen Stein. Ja. Ah, ich weiß nicht. Nicht sonderlich gut. Genau. Hier muss man ein kleines Rätsel lösen. Man muss durch zwei von diesen Löchern gleichzeitig einen Pfeil durchschießen. Das hört sich jetzt erstmal random an, aber da auf der anderen Seite gibt es einen Dude, der gibt einem eine Quest und sagt einem, ja, wenn du durch zwei einen durchschießt, dann wird sich der Schrein öffnen. Und er hat recht. Der einem die Quest gibt, ist übrigens Cass. Das ist der Vogel, der Akkordeon spielt. Das ist der Charakter mit der besten Musik im Spiel. So. Man müsste normalerweise da auf die Schalter, damit man ein paar Kugeln bewegt, damit das Tor aufgeht. Brauchen wir nicht machen. So. Wird jetzt auch ganz lustig aussehen, weil das Tor noch zu ist. Man sollte eigentlich jetzt einen schönen Blick auf den Priester haben, aber nein. Ist ganz interessant, weil es gibt nämlich noch einen anderen Schrein, wo es quasi so ein Gitter gibt. Allerdings, wenn man da über den, wenn man da natürlich, wie man es immer kann, den Schrein einfach skippt und direkt zum Priester hingeht, dann wird das Tor aufgemacht. Und in dem Fall ist es nicht so. Also es ist fast so, als hätte es in dem anderen Fall, hätten die Entwickler das schon vorausgesehen, dass man da auch drüber kommt, wenn man die, wenn man das Tor nicht aufmacht. Also, ne, vielleicht ist das alles intended, was ich hier mache. So. Wunderbar. Normalerweise sollte er sich dranhängen, wenn er das aber nicht machen will, dann ist das Ding jetzt weg. Dann die Schrift. Dann haben wir noch ein paar andere Bäume hier. Ach, das ist auch eine sehr nervige Mechanik in dem Spiel. Wenn irgendwo ein Objekt ist,
was man irgendwie schlagen kann, und in dem Fall auch der Apfel, dann möchte Link unbedingt auf den Apfel einhämmern. Das wird nicht funktionieren. Hat leider nicht gut geklappt. Beim ersten wollte er einfach sich nur nicht dranhängen. Das ist ein bisschen tricky, weil man muss den Baum genau im richtigen Moment abpassen, dass man sich noch dranhängen kann. Aber dass er schon so weit umgefallen ist, dass der Baum nicht einfach weiter umfällt. Weil wenn man nämlich zu schnell ist und den Baum zu schnell anhält, dann fällt er einfach um. Ohne dass ihn interessiert, dass er eigentlich ein paar Meter weiter fliegen müsste. Danke. Tatsächlich interessiert ihn der Ast nicht. Den möchte er nicht schießen. Hier ist übrigens ein Krog, falls dem noch einer fehlt. Und nein, ich werde keinen von denen sammeln. Sind nicht nötig in der Kategorie. Werden alle ziemlich langsam. Wow. Feels rejected. Ja. Manchmal ist es sogar schneller, einfach einen Krog zu nehmen, weil die manchmal unter Steinen sind. Da kann man einfach den Stein zum Launcher nehmen. Weil, ja, das Spiel ist ja eine Lounge-Party. Ja, da wollte er nicht immer treffen, egal. Okay. Okay. Dann halt nicht. Ja, manchmal funktioniert es nicht so, wie man es haben will. Aber hier gibt es ja noch ein paar mehr Bäume. Mir auch lange nicht mehr passiert, dass er einfach Schaden genommen hat. Also was öfter mal gerne passieren kann, ist, dass er einfach, selbst wenn man drauf ist, einfach runterfällt. Aber normalerweise sollte eigentlich das passieren. Das spawnt übrigens Lord of the Mountain. Das ist so ein mystisches Wesen. Was halb random spawnt. Ich glaube, es hat noch niemand rausgefunden, warum und wann der spawnt. Kommen wir aus dem nächsten Schrein. Der Schrein ist ganz cool. Hat wieder einen coolen Skip. Ist alles intended. Ja. Ja, das war der Skip. Sieht man ja, wie viel man hier geskippt hat. Der Schrein ist manchmal echt nervig. Manchmal will er da nicht drauf, obwohl er eigentlich drauf sollte. Na egal. Passt schon. Okay. Normalerweise kann man auch genug Speed bekommen, dass man wirklich bis zum Ende kommt. Hat leider nicht ganz geklappt, aber immer noch gut genug. Und das kann man dann einfach mit einer Bombe aufmachen. Das Tor kann man dann tatsächlich intended aufmachen. Und dann ist man hier. Wenn ich den Zip richtig hingekriegt hätte, dann wäre man wirklich direkt davor hingeflogen. Ich war leider ein bisschen zu weit vorne. Weil da ist es tatsächlich wichtig, wo man steht. Man muss ein bisschen nach vorne gehen, dann kriegt man das hin. Wird man in der Luft getroffen und hier nach vorne gelauncht. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Launches echt nicht leicht sind. Ja, sie sind ein bisschen tricky. Aber es gibt genug, dass es sich lohnt, da mal ein bisschen mehr Zeit rein zu investieren. Auch wenn sie dann immer noch nicht so ganz 100% klappen, aber... Ja, das ist so ziemlich der Launch, den ich am wenigsten mag hier.
Der Winkel ist einfach mies. Sieht aber ganz gut aus. Hat funktioniert? Ja. Ja, aber der Winkel ist ein bisschen mies, das ist das Problem. Und man muss hier auch mehrere Launches machen. Hier ist tatsächlich auch ein Schrein, ein versteckter Schrein. Allerdings muss man dafür auf einen Blutmond warten. Und die brauchen leider 2 Ingame-Stunden. Also Zeit, die wir nicht haben. Wir werden voraussichtlich keinen Blutmond sehen. Vor allem unser Timer läuft doch gar nicht. Das stimmt. Also tatsächlich, wenn man jetzt die Game-Stunden warten würde, wird der Blutmond trotzdem nicht kommen, weil der Timer nicht gestartet ist. Das ist richtig. So. Hier kann man wieder launchen. Bis zum nächsten Schrein. Da bin ich jetzt gegengesprungen, um mir wieder diesen Skew zu geben, mit dem ich auch schon auf dem Plateau in die ganzen Schreine reingeskippt bin. Und den werde ich jetzt hier nutzen, um auch an dem Schrein ein bisschen zu tricksen. Ah, hat leider nicht geklappt. Ist auch nicht so wichtig. Dann habe ich wahrscheinlich nicht genug von dem Skew gehabt. Ist ein bisschen tricky, aber man kann es auch einfach so machen. Schrein auch einfach so machen, wie er gedacht ist. Das wäre auch so meine Frage gewesen. Gibt es in dem Run Schreine, die du wirklich intended machst? Ja, also die kleinen Kraftproben am Anfang mache ich tatsächlich intended. Wenn man halt eine overpowered Waffe hat. So. Und da der Glitch leider nicht geklappt hat, mache ich den Schrein ja auch so, wie er gedacht ist. Und beim nächsten Schrein, wenn ich da den Glitch nicht schaffe, dann mache ich es tatsächlich auch so, wie er gedacht ist. Ich muss jetzt aber auch aufpassen, weil ich wieder einen Shield Jump gemacht habe. Das heißt, ich bin wieder in der verglitschten Animation. Was bedeutet, dass ich links sich erstmal einmal hinlegen muss, damit ich gleich wieder einen Launch machen kann. Ich mach erstmal ein Nickerchen. Ja. So. Hier am Stall holen wir uns so ein bisschen Zeugs. Ein bisschen was zum Heilen. Und hier ist ein Typ, der möchte gerne, dass ich einer Fee 500 Rubine bringe. Ja, danke für die 500 Rubine, würde ich sagen. Ja, der arme Kerl wird so ziemlich in jeder Kategorie gescammt. Also, er sollte das mittlerweile gewohnt sein. Runs nur noch andere Kategorien? Ah. Immer mal wieder. Ja. Habe ich nochmal einen Super Launch probiert. Der hätte auch sowieso nicht so viel Zeit gespart. Aber das hat jetzt auch nicht so gut geklappt. Ich möchte jetzt erstmal dahin, weil da ist wieder was, womit ich weiterkomme. Also ich habe mal All Dungeons gerunnt. Ich habe irgendwie einen Run von All Shrines gemacht. Einen Run von All Quests. Ja. Das sind dann noch ein bisschen längere Kategorien. Was man auch nicht vergessen darf. Die beste Kategorie überhaupt. Master Sword Trials. Ach ja, stimmt, genau. Was ich auch noch runne, ist Trial of the Sword. Das ist dann wirklich nur die Trials. Ah, das ist auch eine spaßige Kategorie. So, warum kommen wir jetzt hier hin? Ja, das ist. So, hier gibt es nämlich noch eine overpowered Waffe. Und zwar ein Königsverhinder. Und da ich gar nicht so viel Zeug habe, nehme ich mir das noch mit. Die Boblins wollen mich jetzt verfolgen, aber. Ja.
Ah, es klappt nicht. Der Launch kann ein bisschen tricky sein. Deswegen mache ich nochmal ein Safety Save. Ja, gut. Das hat jetzt vom Setup überhaupt nicht gepasst. Hallo? Danke. Ja, ist ihm leider die Ausdauer ausgegangen. Kann ich es nicht mehr schaffen. Sieht wirklich ziemlich tricky aus. Ja, man braucht die richtige Position, damit man da im richtigen Moment getroffen wird. Der Stein ist ein bisschen nicht optimal zum Launchen, aber irgendwie geht's und ist immer noch von hier aus der beste Weg, um weiterzukommen, leider. Das will er mal heute gar nicht. Weil es reicht tatsächlich nicht, einfach nur getroffen zu werden. Weil getroffen werde ich die ganze Zeit, weil ich Schaden nehme. Man muss tatsächlich auch noch den Stein dann ein bisschen weiter berühren. Damit man auch die ganze Energie kriegt. So soll das aussehen. Dann kann man hier den ganzen Weg zum Dorf der Orni fliegen. So, und jetzt ist es tatsächlich halt von den Loads abhängig, ob die Cutscene sofort kommt oder erst nach dem Schreien, was aber keinen Unterschied macht. Ah, die kommt sofort. Manchmal lädt die einfach nicht und dann kann man erst in den Schreien und den machen und wenn man dann rauskommt, kommt sie. Also, es ist egal, ob man sie vorher oder nachher triggert. Hier kam halt immer gerade die Frage, gibt es einen Deutschen, der Breath of the Wild auf 100% runnt? Gute Frage. Ich wüsste jetzt von dies keinem ist einer der auf dem Leaderboard. Die Ganon vor 100 Jahren in seine Gewalt gebracht hat. Du musst mal, mal nachgucken. Finden, in sein Inneres einzudringen und ihn von Ganons Einfluss zu befreien. Link, ich vertraue auf dich. Ich meine, 100% waren jetzt sowieso nicht allzu viele. Nur die ganz Verrückten. Ja gut, dann gibt es auch noch diese Halbverrückten, die dann sowas wie All Quests run. Ja. Es sind nur 17 Stunden, das geht. Nur. Ja, genau. Jetzt versuche ich nochmal. Ah, nice. Sehr schön. Um ganz kurz auf die Frage zu antworten, ob es einen deutschen 100%-Runner gibt. Ja, gibt es. Und zwar den Chiquito. Ah, interessant. Und, der run die 100% Extended-Kategorie. Ah, nice. Gut zu wissen. Huh.
Will das? Ah. Ich glaube, der will nicht. Mach ich den Schrein, doch intended. Das Interessante ist ja, dass es meistens schwieriger ist, aus der Wand rauszuklippen, als in die Wand zu klippen. Ja, das ist richtig. Das Problem ist, man hat da nicht mehr so viel Platz. Und mein Winkel war auch nicht optimal. Schade ist. Weil das jetzt auch der letzte Clip ist. Ja, reicht das? Nein, habe ich noch einen vergessen. Ah, okay, ich hab vergessen. Und jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Es gibt hier noch einen anderen Skip, wo man sich mit einer Bombe über die Wand boosten kann. Der ist allerdings auch ziemlich präzise. Da mache ich den nicht. So, genau, die Cutscene haben wir schon gesehen. Können wir einfach zum Ältesten. Und können jetzt die Quest von dem Dungeon starten. Muss man erst mit dem reden, nochmal mit jemand anderem reden, dann noch mit jemand anderem reden. So, hier bekommt man jetzt was ganz Wichtiges, und zwar bekommt man hier die Erinnerung von Revali. Die wird später nochmal wichtig. Auch wenn wir sie jedes Mal skippen. So, weil ich gleich wieder einen Launch machen möchte. Ich traue dir nicht. Und hierfür haben wir jetzt so viel Geld gebraucht. Wir holen uns ein paar Bombenpfeile, die uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Beim Boss. So, und wer braucht schon Kleidung, wenn man doch einfach ein paar Pilze kochen kann? So, kann sich wieder zum nächsten Schrein launchen. Ah, ich habe mich vertan. Der Schrein ist auch noch vom Dungeon. Habe ich gar nicht mitgezählt. So, weil ja die Frage kam, welche Schreine man intended macht. Der Schrein, den macht man intended. Weil es einfach nichts gibt, das man hier abkürzen könnte. Weil der Schrein besteht nur aus diesen Aufwinden. Und man kann halt versuchen, halt möglichst schnell auf diesen Aufwinden zu gleiten, aber ja. Sonderlich viel zu machen ist da jetzt nicht. Das Einzige, was man macht, ist, man skippt die Plattform da unten, indem man sich von dem Aufwind noch ein bisschen weitertragen lässt. Musst du jetzt die Questline komplett intended machen oder kannst du auch noch was zum Dungeon skippen? Die Questline muss ich jetzt intended machen. Also da hat Nintendo gut aufgepasst. Die werden alle nur aktiv, wenn man... Also die ganzen Akteure sind nur aktiv, wenn man die vorherige Quest gemacht hat. Also ich muss zuerst mit dem Alten reden, sonst kann ich nicht mit dem nächsten Typen reden. Und auch, wo ich jetzt hingehe,
der wäre einfach gar nicht da, wenn ich nicht mit denen im Ornidorf geredet hätte. Also da kann ich leider nicht abkürzen. Ich kann im Dungeon ein bisschen was abkürzen. Aber da kann man leider keine Sequence Breaks machen hier. Aber hier sieht man schon, es ist kalt. Ich verliere die ganze Zeit Herzen. Das ist der Grund, warum ich mir die Pilze gekauft habe. Und jetzt kann ich einfach 3 davon kochen. Und krieg dann einen scharfen Twitch-Spieß. Der hält mich jetzt die ganze Zeit warm und da kann ich dann den Dungeon mit überstehen. Also ich muss die Questline auch tatsächlich nur so weit machen, dass ich den Dungeon beende. Ich muss nicht am Ende nochmal mit dem Alten reden. Dass der mir dann sagt, okay, du hast die Quest geschafft. Hier ist dein OP-Bogen. Den brauchen wir in der Kategorie nicht. Hier auch gerade die Frage aus dem Chat. Ist der Dungeon schneller als 4 Schreine zu machen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Dungeon an sich schneller ist. Ich glaube, es ist ziemlich knapp. Also ich weiß zum Beispiel, in der Amiibo-Kategorie wird der Dungeon geskippt. Aber auch einer der Gründe, warum wir den Dungeon machen, ist, weil er einen ziemlich guten Preis hat. Also man kriegt dann Rivadis Sturm, was einem ermöglicht, sehr schnell sehr hoch zu kommen. Was halt auch nochmal Zeit spart. In einer Amiibo-Kategorie kann man da einfach Boxen spawnen und sich damit hochschießen. Von daher hat man da den Vorteil. Und man bekommt auch noch die Erinnerung von Rivali. Das mag jetzt erstmal blöd anhören, weil wir die einfach skippen, aber die ist tatsächlich, wird tatsächlich später nochmal wichtig. Aber werde ich dann darauf eingehen, wenn es soweit ist. Jetzt muss ich erstmal hier den Dungeon selber bekämpfen, indem ich die ganzen Kanonen abschieße. Die stellen keine Gefahr dar, die können überhaupt nicht zielen. Ich weiß gar nicht, ob ich von denen hier getroffen wurde. Ich habe schon geschafft, keinen Kälteschutz zu essen und dann hier oben zu sterben. Das habe ich schon hingekriegt, aber ich glaube, durch die Viecher bin ich noch nie gestorben. Nice. Das war perfekt. Man kann hier tatsächlich von der Mitte alle 3 anderen snipen. Dann muss man nicht sich da langsam hinbewegen, sondern kann die alle schön von einem Punkt aus treffen. Und das ist auch besonders nice, wenn man dann keine Bombenpfeile verliert, wenn man später noch ein paar braucht. Auch für den Boss brauchen wir noch ein paar. So, ja, das war schon beim ersten Dungeon. Und auch dem letzten Dungeon. Ah, der Dungeon ist eigentlich ganz cool. Ja, genau, ich kann ja mal das Gimmick von den Dungeons erklären. Und zwar gibt es in jedem Dungeon eine Karte, die es einem ermöglicht, den Dungeon selber zu verändern. Also zum Beispiel, in dem Fall ist es halt, man kann den drehen, man kann die Flügel drehen so ein bisschen, nach links und rechts. Das erkläre ich jetzt vorher, weil wir das nämlich 100% skippen werden. Es ist halt nicht nötig, um den Dungeon zu schaffen. Man kann alle Puzzles auch lösen, ohne dass man sich die Karte holt. Das ist übrigens der einzige Dungeon, in dem das geht. Weil alle Terminals, wir müssen nämlich 5 Terminals aktivieren. Weil alle Terminals auf einem ebenen Boden sind. Und in den anderen Dungeons gibt es immer ein Terminal, was irgendwie ein bisschen gedreht ist. Und da gibt es keine Möglichkeit, die zu aktivieren. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass man da irgendwie hinkommen würde. So, hier nehmen wir uns einen antiken Reaktorkern mit.
den wir nachher benutzen werden, um uns unseren Spurtrank zu brauen. Kalantros Nes ist der einzige, der uns schneller macht. Genau. Das ist einfach der schnellste. Und die anderen sind einfach zu langsam. Es gab früher Routen, die haben noch Varuta gemacht. Aber die Cutscene ist einfach zu lang, es lohnt sich nicht. Es gibt dann doch vier schnelle Schreine, die man machen kann. So, normalerweise ist im nächsten Raum ein Puzzle, wo man eine Kugel durch diese Rotation, in die man den dann versetzen kann, ja, hier umherschieben muss. Man kann aber auch einfach durch das Loch reinfliegen. Gut. Und dann das Ding aktivieren. Wozu sollen wir auch noch Karte brauchen? Ja. So, hier ist noch ein. Ich meine, in anderen Speedruns braucht man auch keine Karte. Nee, genau. Da ist es logisch, einfach mal die Karte skippen zu. Ja. Genau, und 100% ist die Karte auch nicht nötig. So, und hier macht man ein Void Warp quasi. Also das Problem ist halt, man kommt von da unten nicht mehr weg. Es gibt keine Möglichkeit, wieder hier hochzukommen, es sei denn, man voidet aus. Weil das Spiel setzt einen dann da zurück, wo man als letztes auf festem Boden stand. Und glücklicherweise zählt diese Fläche da unten nicht als fester Boden. So dass man da oben wieder zurückgesetzt wird. Sonst müsste man speichern und neu laden, was halt auch wieder ein bisschen Zeit kosten würde. Aber es ist halt immer noch besser, als sich die Karte zu holen. Weil normalerweise soll man halt dann die Flügel so drehen, dass man dann einfach wieder rüberfliegen kann. So, und das Gute an dem Bogen ist, dass er eine sehr, sehr weite Range hat. Also man kann Sachen snipen, die ziemlich weit weg sind. Was es mir halt ermöglicht hat, dieses Auge zu treffen. Weil normalerweise mit einem normalen Bogen kann man das nicht treffen. Ja, gehst du kaputt? Nein. Egal. Brauch ich mehr. Das ist jetzt einer von den Puzzles. Da hätte man normalerweise halt die Schwerkraft gebraucht, damit der hier gegenkommt. Können auch einfach Stasis benutzen. Das ist ein bisschen einfacher. So, da sind wir schon durch mit den ganzen Terminals und können zum Boss. Oho, guck mal auf deine jetzt ist nicht. Genau, ich soll auf meine Karte gucken. Ah. Wenn ich auf meine Karte gucke, kann ich mich nur wegwarpen. Das brauche ich jetzt nicht. Ist übrigens der nervigste Boss, meiner Meinung nach. Also in Any Percent ist er super trollig, aber ja, in der Kategorie haben wir genug Bombenpfeile, damit er kein Problem darstellt. Die Strat ist, dass wenn ihn dreimal trifft, dann legt er sich hin. Und normalerweise hätte man dann noch ein bisschen Stamina, dass man wieder nur die Hälfte regenerieren muss und sich dann wieder aufrichten kann, hochgehen kann in diese Slow-Motion-Animation und ihn dann weiter mit Bombenpfeilen abschießen kann. Er wird dich aus dem Hinterhalt angreifen. Pass auf! Es ist auch leider RNG, wie lange er braucht, bis er wieder rauskommt aus seiner Warp-Animation. So, die zweite Phase war jetzt, wie die erste hätte laufen sollen. Also ein bisschen Stamina noch übrig lassen, damit die sich regeneriert. Ja. Ja, und das ist der Grund, warum wir den Dungeon überhaupt machen. Wir kriegen nämlich einen Herzcontainer dafür, der uns dabei hilft, zu den 13 Herzen insgesamt zu kommen. Genau, denn wir brauchen für die 13 Herzen die ganzen Tokens aus den Schreinen. Genau. Und immer für 4 Schreine kriegt man ein Herz später bei einer Götterstatue. Ja. Das dauert aber noch, bis wir die kriegen. Genau, wir werden die einfach alle am Ende einlösen. Das spart etwas Zeit, weil wir normalerweise, es gibt halt immer eine kleine Animation jedes Mal, wenn man neu mit dieser Götterstatue spricht. Das heißt, das Ziel ist es, auf 13 Herzen zu kommen. Wir rennen aber den ganzen Run über mit 3 bzw. 4 Herzen rum.
Und die 13 Herzen bringen uns überhaupt nichts. Nicht im geringsten. So, kochen. Meine Sportmedizin. Ja, und dann war's das erstmal mit dem Teil. Dann brauchen wir uns zurück und beginnen ja mit der anderen Seite der Map. Wenn man jetzt die Zeit weiter, also wenn man jetzt den Schrein der, wenn nicht aus dem Schrein der Auferstehung rausgeklippt wäre, dann würde die Zeit laufen und dann könnte man da jetzt noch einen Schrein machen, wo es halt ein bisschen nach 12 Uhr sein muss. Da die Zeit aber nicht läuft, können wir den Schrein nicht machen. Das heißt, der wird gleich durch einen anderen ersetzt. Das ist das Nette an der Kategorie. Man kann einfach die Schreine ersetzen. Manche sind ein bisschen schneller, manche sind ein bisschen langsamer, manche sind einfacher, manche sind ein bisschen schwerer. Das heißt, man könnte sich da auch seine eigene Route zusammenschustern. Kriege ich noch Pfeile? Ah gut, das wollte ich jetzt nicht haben. Ja, ist okay. Interessant finde ich ja auch, dass Link normalerweise die Box mit einem Axtschlag kaputt macht. Aber ja, wenn man sie mit Stamina macht, geht die Box überhaupt nicht kaputt. Nee. Erst wenn sie dann Link trifft, geht es meistens kaputt. Und wir kriegen den Boost, was nice ist. Oh, ich sehe schon, die Pferde sind richtig mies. Ja, das Problem ist, das erste Pferd hat immer die gleichen Stats. Das heißt, ich möchte eigentlich das Pferd da hinten haben. Aber ich kann es auch einfach mit dem Pfeil abschießen. Es ist zwar langsam, aber ich habe immerhin die Chance, dass es ein schnelles Pferd ist. Muss ich warten, bis sie wieder auftaucht. Sam. Das ist ein schnelles Pferd, das ist gut. Das ist auch tatsächlich das Pferd, was ich registrieren werde. Weil, falls sich irgendjemand fragt, es gab doch ein Incentive für den Namen des Pferdes. Und ich habe das erste Pferd einfach zurückgelassen. Ja, das sind manchmal Sachen im Weg. Ja, die Namen sehen jetzt schon richtig gut aus. Ja. Yeah. Ich sehe es leider gerade nicht mehr. Aber es ist nicht Sif geworden, leider. Ich hoffe, das reicht von den Zeichen her. Genau, also nach dem Schreien bräuchte ihr dann einmal den Namen, der es geworden ist. Das Pferd hört sich auch super an, wenn man in der Slow-Motion-Animation ist. So, also das ist einer von den Schreien, den man auf sehr, sehr, sehr viele verschiedene Arten skippen kann. Ja, die haben alle damit zu tun, dass man irgendwie das Ding nimmt und sich ein bisschen nach oben schießt. Und wenn man davon abspringt, kriegt man noch einen kleinen Extra-Boost. Und dann kann man einfach hier hin. Normalerweise müsste man so eine Brücke bauen, aber... Ja, warum? Wir haben Stasis, damit kann man sich super hochschießen. Es wird sogar ohne Stasis gehen, man könnte auch zwei Bomben übereinander bauen. Dann einen von diesen Metallklötzen drauf, damit könnte man den auch skippen. So, genau, jetzt bräuchte ich einmal den Namen des Pferdes. Drei Namensstimmen stammen zur Auswahl. Platz 3 war Ziff mit 70 Euro. Platz 2 Horsey McHorseface mit 100 Euro. Auf Platz 1 und damit auch der Name, der gewählt wurde, Rochefort mit 105 Euro. Ah, also Rochefort. Danke an alle, die gespendet haben. Das sollte, denke ich, auf jeden Fall auch passen. Ja. Ja. Sieht gut aus. So, mit T? Oder mit D?
T ist richtig. Also so richtig? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt unser Pferd, genau. Ist auch im Grunde egal, wie man sein Pferd nennt. Es verschwendet eigentlich nur Zeit, wenn man jemanden einen Namen gibt. Normalerweise würde man sein Pferd irgendwie Z oder Y nennen, weil das so der schnellste Charakter ist, den man erreichen kann. Man muss ihm mal irgendeinen Namen geben, auch wenn es nur ein Charakter lang ist. Damit reiten wir jetzt zum nächsten Schrein. Das ist normalerweise der erste Schrein, den man casual macht. Von daher ist er auch dementsprechend schwer. Ja, auch einer von den Schreien, die man tatsächlich intended macht, weil ja, es gibt nicht wirklich viel, was man da anders machen kann. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist runterfallen. Das sollte besser nicht passieren. Muss ich einfach nur in diese Winde stellen und sich damit ans Ende tragen lassen. Sehr viel mehr passiert da nicht. So, und jetzt zweige ich tatsächlich von der Standardroute ein bisschen ab. Weil ich halt das neue Plateau gemacht habe, kann ich zwei Schreine, die normalerweise in der Route wären, nicht machen. Und die mache ich einfach jetzt in einem extra Branch, also in einem kleinen extra Weg. Ich lasse mein Pferd hier. Aber da es registriert ist, wird es nicht verschwinden, sondern wird hier bleiben. Dann kann ich mich hier wieder zurückwarpen und meinen Weg fortsetzen. Vielleicht viele Leute gerade nochmal, weil es im Chat gerade angesprochen wurde, für die eben nicht da waren am Anfang. Wir haben uns am Anfang aus der Wand rausgeklippt, direkt in der Startszene. Und haben nur durch eine Cutscene geskippt, durch die wir den Tag-Nacht-Zyklus nicht aktiviert haben. Genau. Sprich, wir haben das ganze Game über 5.15 Uhr. Ja. Ich finde es ja irgendwie interessant, dass man sich dazu entschieden hat, das Game mit 5.15 Uhr zu starten. Ich meine, warum so eine krumme Zahl? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil es dann so einen schönen Sonnenaufgang hat, immer die ganze Zeit. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. Besser als Nacht, wenn die ganzen Skelette einen nerven. Das ist definitiv. Wenn man so einen Launch macht, geht man in First Person eigentlich nur, um den Winkel richtig zu haben. Weil dann kann man einfach ja, einen kleinen Hops nach vorne machen. Weil man muss ein bisschen mittig auf dem Ding stehen, damit der Run, damit der Launch überhaupt funktioniert. Ach ja, jetzt kommt die ganze Zeit die Meldung, dass man sein Pferd nicht hören kann. Das ist natürlich schön. Hast du vielleicht Tipps für Leute, die mal die Launch selber ausprobieren wollen? Einfach mal probieren. Einfach mit so einem normalen Launch anfangen. Also einfach den Baum cutten, Stasis aufladen, dann drauf und dann bei 7 springen. So um den Dreh bei 7. Man, genaues Timing muss man so ein bisschen für sich selber gucken, wie das am besten funktioniert. Geradlinig in der Mitte. Es gibt viele Möglichkeiten, die Launches zu failen. Aber okay. Ich mache ein bisschen Werbung für den Breath of the Wild Discord-Server. Da kriegt man Werbung, kriegt man Hilfe. Also falls man da bei einem Launch Probleme hat, kann man fragen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich so einen Launch überhaupt einmal hingekriegt habe. Wie lange runst du das Game jetzt schon? Gute Frage. Ein Jahr. Ich hab's halt irgendwann casual gespielt und hab mir gedacht, oh hey, die Launches sehen voll cool aus, die will ich auch machen. Ja, und irgendwie bin ich dann in Speedrunning reingerutscht.
passiert halt. Also ich habe tatsächlich erst die Tricks ausprobiert, bevor ich mir gesagt habe, okay, ich will das Spiel runnen. Hast du die selber rausgefunden oder hast du da... Nein, ich habe mir halt ein paar Runs angeguckt. Vor allen Dingen haben mich damals auch schon die Shrine Skips fasziniert. Weil tatsächlich war das eine von den ersten Sachen, die gefunden wurde, wie man alle möglichen Shrines skippen kann. Und teilweise werden die bis heute noch genauso verwendet. So Sachen, die halt schon ein Jahr alt sind, sind immer noch aktuell. Was schon ziemlich cool ist. Ja, ich weiß noch, der allererste Launch war, glaube ich, der Launch von Stasis zum Temple of Time. Genau, da kann man sich Stein. Ja, kann man sich einfach an den Stein dranhängen. Der ist auch gar nicht so schwer. Oh, und sieht witzig aus. Ja. Also für alle, die das vielleicht mal selbst ausprobieren wollen. Ja. Ach ja, auch noch zu den Bäumen, weil manchmal brauche ich 2 Hits, manchmal brauche ich 1 Hit, um den umzuschmeißen. Das liegt daran, weil die Bäume 40 HP haben. Aber die Axt ignoriert das einfach. Die braucht trotzdem nur 2. Hm, reicht das? Ich fürchte nicht. Such ich mir einen anderen Baum. Gibt ja genug hier. Das ist auch ganz interessant, wenn man irgendwie einen Trank oder ein Ausrüstungsstück hat, was einen stärker macht. Und man hat eine Waffe, die irgendwie, ja, 35 Schaden macht. Und dann ist man plötzlich über 40, wenn man den Baum trifft. Dann macht man den auch in einem Schlag kaputt. Also die Stärke-Upgrades zählen da tatsächlich mit rein. Das ist witzig. So, kann man wieder einen Headlaunch machen, direkt zum nächsten Schrein. Ja, ich brauch das. Holst du gleich am Schluss auch wieder ein Pferd wieder? Genau, das habe ich da geparkt, damit ich da wieder hin kann. Das ist auch der Grund, warum ich es registriert habe. Weil normalerweise würde das nach einer Zeit verschwinden. Ich weiß gar nicht, wann es genau verschwindet, wenn man sich registriert. Wenn eine bestimmte Distanz weg ist. Oder nach einer bestimmten Zeit. Auf jeden Fall wäre es dann weg. Aber wenn es registriert hat, dann wird es nie verschwinden, sondern wartet auf einen, wartet sehnsüchtig. Und vor allen Dingen kann man dann an verschiedenen Stellen auch immer die Pferde spawnen, wieder, dass man halt wieder mit denen reiten kann. Weil normalerweise bleiben die halt auf der Map. Und wenn man halt nah dran ist, kann man sie rufen. Aber dadurch, dass es registriert ist, kann man halt direkt sich das am nächsten Stall wieder abholen. Genau. Warum ein Pfeil bei einem Launch? Weil man mit dem Pfeil am besten den Launch in die richtige Richtung steuern kann. Genau, der Pfeil ist wirklich nur dazu da, um die Richtung festzulegen. Hat man hier auch gut gesehen. Der Pfeil zeigt erst nach vorne, da wo ich halt hingeschlagen habe. Und dann kann ich mit dem Pfeil halt die Richtung nach oben lenken. Das heißt, ich werde nach oben geschleudert und kann halt hier über den ganzen Schrein drüber fliegen. Das mit dem Pfeil wird man auch noch sehr häufig sehen. Weil das halt eine sehr gute Art ist, um einen Launch ziemlich schnell hinzukriegen. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Pferd. So, und gleich kommt auch noch ein Grund, warum wir den Dungeon gemacht haben, wegen Revalis Gale. Also Revalis Wirbelsturm. Ne, Revalis Sturm heißt es nur. Und zwar wollen wir jetzt das riesige Gebirge, was man da sieht. Da wollen wir hoch. Weil es da sehr viele, sehr schnelle Schreine gibt. Ja, das Pferd hat versucht, mir zu folgen und ist gescheitert. An einem Stein. Ja, wie immer. Also Steine und Pferde, die stehen auf Kriegsfuß. Also generell, die Steuerung von den Pferden ist halt eher so semi im Spiel. Ja. Das größte Problem ist halt, dass sie den Spieler auffordern wollten, ja, verbring doch viel Zeit mit deinem Pferd, streichel es immer schön. Dann gehorcht es dir auch, weil am Anfang
Ja, heute ist halt einmal halt überhaupt nicht. Aber jetzt, wenn ich es halt immer wieder streiche, ich spam halt einfach die ganze Zeit L, damit ich es die ganze Zeit streiche. Und dann bleibt sie auch auf dem Weg, also ich drücke halt gerade keine Richtung. Sondern das macht das Pferd von selber. Normalerweise heißt es ja über Stock und Stein. Hier heißt es eher bloß kein Stock und Stein. Ja, bloß nicht. Also das, damit können die Pferde überhaupt nicht umgehen. Das ist ein bisschen arg traurig eigentlich, aber was soll's. Werde ich das Pferd auch wieder zurücklassen. Ja, wenn es in der Länder weg will. Hier kann ich dann meinen Geschwindigkeitspotion einsetzen. Merkt man schon, es geht gleich viel besser. Ja, das Pferd will noch kommen, aber funktioniert nicht. Ist ein bisschen zu steil. Das wird jetzt noch eine Weile wiehern und irgendwann kommt dann, kann ich kommen und dann gibt es auch auf. Ja. Wenn er denn will. Na, hier kann man den Rivali-Sturm jetzt eigentlich öfter nutzen? Ja, das wird noch einmal benutzt. Also, was heißt einmal? Es wird halt insgesamt zweimal, jeweils dreimal benutzt. Um halt ein größeres Gebirge zu erklimmen und große Höhen zu überwinden. Das ist halt ziemlich nice. Das ist auch die Ability, die am schnellsten sich wieder auflädt. Also, die kann man dann ruhig mehrmals benutzen. Und ist an manchen Stellen echt sehr nice. So. Der Weg hier nach oben ist ziemlich lang. Und eigentlich auch ziemlich langsam. Aber dafür bekommt man hier drei Schreine, die sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen. Und das ist halt der Grund, warum man das macht. Und hier oben gibt es halt die Zwillingsschreine. Die Idee ist, dass man die Kombination aus einem Schrein bei dem anderen Schrein nachbaut. Da die Kombination immer das gleiche ist, die immer die gleiche ist, kann man das auch einfach so nachbauen. Ich werde allerdings einen kleinen Skip probieren. Ich weiß nicht mehr, ob der schneller ist. Denn tatsächlich, so ähnlich wie wir am Anfang out of bounds geklippt sind, kann man auch da, wenn man es denn richtig macht, durchklippen. Allerdings bei meinen Versuchen ist meistens genau das passiert. Er ist einfach runtergefallen. Ich weiß nicht genau warum. Wäre jetzt nett gewesen, wenn es geklappt hätte, aber es geht auch so. Man muss einfach die Kugeln in die richtigen Löcher packen und dann hat sich das. Und da die Kombination, wie gesagt, immer die gleiche ist, ist es kein Problem. Aber wenn ich jetzt den Clip geschafft hätte, dann wäre ich halt hier direkt oben gewesen. Und hätte mir halt das ganze Puzzle sparen können. Wäre ich halt hier durch die Wand durchgekommen. Ich werde es im anderen Schrein jetzt nicht nochmal probieren. Weil genau das gleiche Puzzle gibt es jetzt halt nochmal. Das hat schon ziemlich schnell. Würdest du sagen, du liegst gut in der Zeit? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe es. Also es sind ein paar mehr Sachen schief gegangen, als ich gerne hätte. Sagen wir es mal so. Aber es ist in meiner PB auch passiert, von daher könnte es klappen. Genau, hier kommt nochmal der gleiche. Die Schreine heißen auch ungefähr so ähnlich. Ja. Die haben alle komische Namen, die sich niemand Vernünftiges merken kann. Es gibt Leute in der Speedrunning-Community, die alle Schreine können. Ich frag mich warum.
Ich kann sie definitiv nicht. Stelle ich mir bei 120 Schreien auch ein bisschen schwierig vor. Ja. Vor allen Dingen, wenn man auch die Quests hat für die einzelnen Schreine. Oder wenn ich sage, die beiden Schreine auf den Zwillingsbergen, weiß auch jeder, was gemeint ist. Also, warum soll ich mir dann so einen Scheiß merken? Weil du sehr viel Freizeit haben wirst. Ja, die verwende ich lieber dazu, dieses Spiel zu runnen. Und garantiert nicht damit, alle Schreine auswendig zu lernen. Alle Namen. Ich meine, bei 100%? Ja. Dann hat man ein paar. Hast du das Spiel eigentlich 100% durch? Nein. Mir fehlen noch 200 Crocs. Und ich habe auch keine Lust, die einfach nachzugucken. Das Witzige ist, wenn ich irgendwie practice, mache ich das auf meiner Hauptdatei. Und da finde ich einfach manchmal welche, von daher habe ich da keine besonderen Ambitionen, direkt alles nachzugucken. Genau, und das Gute ist, man kann jetzt einfach hier runter fliegen und dann in den nächsten Schrein, wo man auch das erste Puzzle skippen kann mit einer Bombe. Man könnte auch das hier skippen, das ist allerdings ziemlich präzise und man müsste sich wieder heilen, von daher ist das ein bisschen riskant. Da muss man hier so ein kleines Puzzle lösen mit den Kugeln im richtigen Augenblick vom Schalter. Hier muss man jetzt gucken, dass der erstmal ein bisschen Geschwindigkeit aufbaut und dann muss man halt im richtigen Moment runter. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Naja, second try, das geht noch. Hier gäbe es übrigens noch eine Kiste mit einem kleinen Ausrüstungsgegenstand. Den könnte man noch für ein paar Rubine verkaufen, aber wie gesagt, wir brauchen keine Rubine, von daher brauchen wir auch das nicht. So, und auf geht's auf die andere Seite der Zwillingsberge. Wo es noch ein paar Schreine gibt. Leider gibt's hier nichts zum Launchen, das heißt, ich muss da hinrennen. Da ist es natürlich sehr nice, dass ich noch den Speed Potion habe, sonst wäre das hier ein bisschen lang. Kann man einfach langlaufen. Und dann ist auch da gleich der Schrein. Normalerweise müsste man so einen Eisblock erschaffen, um da über die Stacheln zu kommen, aber man kann auch einfach drüber fliegen. Dann spart man sich das. Okay, in dem Schrein gibt es jetzt einen Cycle, der ziemlich präzise ist. Dafür muss man am Anfang ziemlich schnell sein. Sonst verpasst man den. Ah, das hat sogar geklappt. Irgendwie. So. Hier kann man einfach den da oben anhalten. Und dann mit einem Bombenpfeil abschießen. Und da ich einen Bogen habe, der ziemlich weit schießt, komme ich da auch hin. Dann wird er einmal getroffen, in die richtige Richtung gelenkt und der fliegt da runter, ohne dass ich da ein paar Eisblöcke erschaffen muss, um dieses Ding da rumzuleiten. Das war ziemlich gut, der Schrein. So, was ich jetzt versuche, ist, dass ich den Eingang vom nächsten Schrein. Da ist normalerweise eine Wand davor, die ich wegbomben muss. Wenn ich allerdings den Winkel gut genug treffe und schnell genug bin, dann kann es sein, dass die Wand nicht geladen ist.
Ja, dann hat funktioniert. Muss ich erst eine Launch kriegen. Das war jetzt ein Double Launch. Also man lässt sich erst damit ein bisschen tragen. Und dann erst lässt man sich davon treffen. Oh, nice. Hat sogar geklappt. So, die Wand ist jetzt nicht da, aber wenn ich gleich aus dem Schrein rauskomme, wird sie da sein. Und dann sieht man auch, ja, dass sie noch intakt ist. Das ist einer von den Schreinen, wo man die Bewegungssteuerung braucht. Das ist ganz... ja. Deswegen spiele ich auch auf dem Gamepad. Dann muss ich nicht irgendwie Controller wechseln oder so. Man kann das einfach so machen. Genau, das dreht den hier rein. Und kann mich damit nach oben schießen. Wenn ich da einfach eine Bombe platziere und die explodieren lasse, dann kriege ich einen sehr hohen Schub nach oben. Ich habe mich geheilt, weil man kann dabei ein Herz verlieren. Passiert mir öfter. Ich befürchte, es ist einfach random. Diesmal ist es nicht passiert. Aber es wäre halt ein bisschen ärgerlich, wenn ich dann da einfach tot nach oben gewirbelt werde. Wie lange würdest du durch den Tod verlieren? Ach, ein paar... Ja, das dauert schon ein bisschen. Muss neu laden, nochmal hinlaufen. 20, 30 Sekunden ungefähr. So, jetzt sieht man noch die Wand. Die ist da, die ist noch intakt. Aber von mir aus kann die jetzt auch da bleiben. Jetzt interessiert es mich nicht mehr. Es liegt ja daran, weil das Spiel alles dynamisch lädt. Es ist Open World, das heißt, man kann überall immer hin. Und da werden natürlich auch immer nur die Sachen geladen, die gerade wichtig sind. Und vor allen Dingen, da es so ein Riesenspiel ist, sind auch immer viele Teile nicht geladen, vor allen Dingen, wenn man so schnell geht. Und dann kann man da halt gerade durchschlüpfen, bevor es geladen ist. Funktioniert aber auch nicht immer, also ich habe es auch schon mal so gemacht und es hat nicht geklappt. Jetzt sind wir wieder an dem Schrein. Jetzt geht's in die andere Seite. Schade. Ah, sieht man den Schrein im Hintergrund, wo ich hin will. Einmal rutscht er runter, das ist ein bisschen nervig. Revalis Sturm ist bereit. Guck, Revalis Sturm ist schon wieder bereit, obwohl wir den gar nicht brauchen. In nächster Zeit. Ja, so soll es aussehen. Genau, da auch wieder der Pfeil, damit man ein bisschen an Höhe gewinnt. Und normalerweise muss man hier um diese Blumen rum, durch das Labyrinth. Aber man kann es auch einfach so machen. Aber das Ziel ist nämlich, die Cutscene nicht zu triggern, wo die ja sehr blumenliebende Frau einen erwischt. So. Gibt es auch noch einen kleinen lustigen Skip. Ich weiß gar nicht, ob der Zeit spart, aber er sieht witzig aus, wenn ich das hinkriege. Ja, leider nicht. Man kann sich damit ganz nach oben schießen, wenn man halt im richtigen Moment springt. Dann kann man halt die Hebelwirkung von dem Eisblock nutzen, um sich dann nach oben zu transportieren. Da könnte man einfach dann langlaufen, ohne dass man sich hier um die Wand und die ganzen Eisflächen hier kümmern muss. Allerdings muss man da auch warten, bis das alles am richtigen Ort ist. Also man muss am Anfang halt ein bisschen warten, bis das Floß reinkommt, damit man den Eisblock platzieren kann. Und da weiß ich gar nicht, ob das Zeit spart. Aber man kann es auch einfach so machen, wie es gedacht ist. Ich glaube, es ist nicht gedacht, dass man die Wand mit einem Bombenpfeil aufsprengt. Man soll eine normale Bombe nehmen, aber... Ja,
so geht's auch. Es geht so vieles. Ja, es geht sehr viel. Ja, hier versuche ich jetzt über die Blumen drüber zu springen. Mach hier einen Shield-Jump. Damit die Katze nicht triggert. Das war super. Komme ich auch schon zu den nächsten Pferden. Jetzt kommt es drauf an, wenn ich ein gutes Pferd kriege, dann behalte ich das. Und wenn ich jetzt kein gutes Pferd kriege, dann werde ich auf das Pferd zurückgreifen, was ich jetzt schon registriert habe. Das kommt jetzt halt drauf an. Na, schlechtes Pferd. Das heißt, ich werde mir das andere Pferd holen. Das ist übrigens On-Croc. Ach ja. Durch den Wald reiten mit einem Pferd macht immer Spaß, weil die gerne mal einfach in irgendeine Richtung abdriften, weil sie gehorchen einem ja noch nicht. Und dann gegen den Baum rennen und sich beschweren. So intelligent sind die Viecher. Ja, am Anfang kann ich auch den Jump machen, den ich im Kryoneschrein mal probiert habe. Kann ich einfach ein bisschen höher springen. Ich kann das erreichen. Das heißt aber auch, dass ich wieder verglitscht bin. Also ich kann jetzt keinen Launch machen. Der würde einfach failen. Das heißt, das muss ich gleich zurücksetzen. Was genau wird dann passieren? Link. Es gibt so einen ganz witzigen, also was das Witzigste, was passieren kann, ist, dass Link einfach zu Stretchy Boy wird. Also seine Gliedmaßen werden sehr deformiert in alle Richtungen und man kriegt keinen Speed. Und sonst, kriegt man einfach nur Schaden und keinen Speed. Das ist das Problem. Ja, und wäre der Schrein auch geschafft, werde ich mir jetzt das Pferd holen, was ich registriert habe. Da geht's weiter. Nein, ich will den das nicht registrieren. Ich möchte mein Pferd abholen. Wenn die Leute haben dafür gespendet, dann will ich es auch benutzen, ne? So, da ich allerdings ein paar Launches gefailt habe, nehme ich mir hier die Axt mit. Als Backup. Damit haben sie für ein halbwegs gutes Pferd gespendet. Ja. Dankeschön dafür. Warum genau gehst du in First-Person-Mode, wenn du auf das Pferd draufspringst? Ach so, da habe ich noch gar nicht erklärt. Wenn ich in First-Person-Mode gehe, kann ich die Richtung festlegen, in die das Pferd guckt. Okay, random load, danke. Das funktioniert aber nur, wenn das Pferd steht. Also wenn das Pferd schon am Rennen ist, dann kann ich nicht in First-Person gehen. Sondern nur, wenn das Pferd steht und dann kann ich damit halt schnell die Richtung ändern. Weil normalerweise mit dem Pferd die Richtung zu ändern, ist echt ätzend. Habe ich jetzt das Timing versaut, dann fliegt man eben runter. Nichts sonderlich Spannendes. Ja, und wenn man nicht zählen kann, dann wirft einen das Pferd runter. Muss man alles mal demonstrieren, ne? Ja. So, die Skips in dem Schrein sind auch ganz interessant. Mal gucken, ob es klappt. Also normalerweise soll man diese Kugeln mit so einer kleinen Eisenwanne nehmen. Man kann aber auch, wenn man die Bombe richtig wirft, die Kugel direkt rein hier in die Zielzone bringen. Ja, das ist der Grund, warum ich das normalerweise nicht mit diesem Ding machen will. Ist übrigens auch einer meiner Hassschweine. Ah, es geht.
So, und während jetzt hier die Cutscene spielt, dass sich das Tor öffnet, gehe ich wieder in diesen Ragdoll-State. Das bedeutet, dass ich mich jetzt wieder treffen, wenn ich mich jetzt von irgendwas treffe, dann werde ich auch wieder rumgeschleudert, wie lustig. Ah, das könnte fehlen. Ah, funktioniert. Genau, da kann man nämlich, wenn man sich da mit der Bombe treffen lässt, wird man unter Wasser gedrückt durch den Schwung und kann da einfach durch. Es gibt übrigens keine Möglichkeit, normal irgendwie unter Wasser zu gehen oder so. Also es gibt auch keine Luftanzeige. Das heißt, man kann da unendlich bleiben. Oder halt so lange, wie die Ausdauer reicht. Das ist eigentlich vom Spiel nicht so gedacht, dass man unter Wasser gehen kann. So. Was ich auch gar nicht erzählt habe, was ziemlich nice ist, nach jedem Schrein wird man auch wieder voll geheilt. Das heißt, all diese ganzen Skips und Launches ziehen mir natürlich Herzen ab. Aber da mich jeder Schrein heilt, ist das sehr, sehr nice. Sonst würde man wirklich sehr viel mehr Essen brauchen, um sich zu heilen. Lucifer fragt gerade, würdest du auch einen All Shrines Run machen? Ja, habe ich schon gemacht. Macht Spaß. Aber dauert halt immer eine Weile. Aber ja, also... Wenn beim nächsten Marathon wieder nichts ist, dann kann ich auch Schweins zeigen. Wie lange braucht man dafür? Der Weltrekord ist momentan bei 8 Stunden 30 ungefähr. Meine Zeit ist noch 10,5 Stunden. Ich habe nur 2 Runs gemacht, von daher müsste ich noch ein bisschen optimieren. So auch mit einer alten Route und ja. Naja. Weil da geht's dann auch nur so Lounge auf Lounge. Ja, damit. So, kann man jetzt einen Bombenpfeiler mit draufpacken. Und fangen die ganzen Dornen an zu brennen. Und bis ich da bin, sind die alle weg. Ich bin jetzt ein bisschen näher am Baum lang geritten. Das liegt daran, dass da eine Cutscene ist, wenn ich weiter rechts gewesen wäre. Wie mir sonst Sora auffordert, hey, bei uns läuft's gerade nicht, da ist ein Elefant, der speit ganz viel Wasser. Will ich alles nicht wissen, interessiert mich alles nicht, mich interessiert nur das Masterschwert. Von daher gehe ich da jetzt einfach so lang und lass das Pferd wieder zurück. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich das Pferd benutzt habe. Die berühmt-berüchtigte Flying Machine werden wir in diesem Run nicht sehen. Doch. Doch? Ja. Oh. Ja klar. Also ich kann ja keinen Run zeigen ohne Flying Machine. Also. Magst du vielleicht erklären, was das ist, für die Leute, die nicht wissen? Da würde ich halt drauf kommen, wenn ich's mache. Ah ja, das ist dann übrigens ein bisschen Stretchy Boy. Wenn man so ein bisschen verglitscht ist. Ach, schade. Da gibt es das hätte deutlich, deutlich lustiger aussehen können. Leider. Genau, das habe ich jetzt auch wieder gemacht, weil ich einen Shield-Jump gemacht habe. Also ich habe mein Schild in der Luft unequipped. Was bedeutet, ich bin jetzt im verglitschten Zustand, wo ich keine Launches machen kann. So, aber da ich wieder Schaden genommen habe, kann ich wieder Launches machen. Und man nimmt den Schaden einfach hier, weil es schneller ist, als aufs Schild zu springen und dann in diesen Ragdoll-State zu kommen. Kann man es auch sonst irgendwie setten? Gute Frage, was gibt's denn da für alles für Möglichkeiten? Also, alles, was einen irgendwie in den Ragdoll State bringt, kann man benutzen, um das zu resetten. Habe ich jetzt gar nicht alles im Kopf, was da funktioniert. Ja. Das sah sehr interessant aus. Ja. Das Problem ist, Link geht manchmal ungern die Baumstämme hoch. Das heißt, ich hab halt versucht, da hochzuspringen. Dann ist er leider drüber gesprungen. Aber ist nicht schlimm. Das Spiel autosaved zum Glück nach jedem Schrein. Das heißt, ich kann einfach den Teil gerade wiederholen. Ohne Probleme. Jetzt hat's auch geklappt. Oh, wie viele Schreine fehlen dir jetzt noch?
Müsste ich jetzt nachzählen, sage ich, wenn ich den nächsten Schein betrete. Also ich muss auf 36 kommen. Weil 36 geben wir insgesamt 9 Herzen. Und das 10. habe ich schon von dem Dungeon. Ich habe während der Route nicht den Überblick, wo ich jetzt bin. Das wird nichts. Nein, das wird super nichts. Ja. Ich habe sogar noch Schaden genommen. Super. Ja, normalerweise wollte ich jetzt hier drüber fliegen zum nächsten Schrein. Lucifer, mit dem Fall kann man die Richtung ändern, in die der Baum fliegen soll. Genau, damit sage ich halt, okay, geh nach oben, sonst wird er noch einfach geradeaus gegen die Wand und das ist jetzt nicht so sinnvoll. Da würde ich nicht sehr weit kommen. Wobei man theoretisch auch einfach in eine andere Richtung schlagen könnte, also sich neu positionieren könnte, was aber halt länger dauert. Ja, das Problem ist, man kann aber nicht nach oben schlagen, das ist ein bisschen schade. Achso, was weiteres, ich habe, da die Zeit gestoppt ist, kann es, bleibt auch das Wetter die ganze Zeit gleich. Die einzige Ausnahme ist hier das Sora-Gebiet, wo das Wetter einfach, wo es einfach immer regnet, bis man halt den Titan gemacht hat. Das Gute ist, wir machen hier nur einen Schrein. Und Regen ist in dem Run eigentlich auch kein Problem, weil eine gewisse Zeit, nachdem man das Spiel startet, ist das Wetter auch noch auf freundlich eingestellt. Also würden wir nie irgendwie in den Status kommen, dass uns das Wetter da irgendwie nervt. Vor allem, weil wir sowieso gleich in ein Gebiet reingehen, wo es kein Wetter mehr gibt. Also das Problem bei Regen ist eigentlich, dass man durch den Regen oder auch bei Gewitter zum Beispiel nicht wirklich klettern kann. Man rutscht immer ein kleines Stück ab und wenn man Metall equipped hat, kann man vom Blitz getroffen werden, was genau natürlich nicht sehr schön ist, weil das ja schon viel Damage macht. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt die ganze Zeit nur mit Metallwaffen ausgerüstet ist, ist es halt extrem nervig, da einen Launch hinzukriegen. Weil man halt immer darauf achten muss, dass der Blitz, ja, dass man schnell fertig ist und das Ding wieder unequippt, bevor halt einen der Blitz trifft. Genau, ich habe jetzt 28, also mir fehlen noch 8 Schreine. Hattest du früher Probleme damit? Mit Gewitter? Ja. Vor allen Dingen halt in längeren Kategorien wie All Shrines. Da kann es halt manchmal vorkommen, dass das Wetter einen trollt und sagt, ja, jetzt ist mal Gewitter. Da kann man da auch nichts gegen machen, muss man das einfach hinnehmen. Und da sieht man auch nicht immer so viel bei Gewitter, was halt auch nervig ist, wenn man halt in eine bestimmte Richtung muss. Also ja, ich habe da öfter schon mal Launches gefailt, deswegen. Wunderschön. Warum auch, dass das noch geklappt hat. Ja, wenn man da runterrutscht, dann muss man wieder gucken, dass man drauf kommt. Und gleichzeitig wollte ich auch noch gerne meinen Winkel behalten, damit ich nicht in eine falsche Richtung springe. Aber passt schon. Hauptsache, es hat funktioniert. Genau, jetzt sind wir schon in dem Gebiet, wo es keinen Wetter mehr gibt. In der Nähe des Todesberges. Wo wir auch hinwollen. Weil da westlich davon liegt halt der Wald der Crocs. Und da ist das Masterschwert. Also das ist halt das Interessante an der Kategorie. Es gibt im Grunde nur 2 Fixpunkte. Den Start und den... Start und Ende. Man startet halt auf dem Plateau. Und man muss halt am Masterschwert enden. Und wie man die Schreine macht, in welcher Reihenfolge, welche man macht, das ist halt allein dem Routing überlassen. Der Schrein ist super. Man kann nämlich alle Puzzles skippen, indem man hier einfach hochspringt. Und auch das, normalerweise hätte man die Kisten, die ich da mit der Bombe kaputt gemacht habe, in Brand setzen sollen. Ja. Gibt es denn aktuell von der Route her Großunterschiede, auch zum Weltrekord? Der Weltrekord ist noch mit der Route, die das eine etwas ältere Plateauroute macht. Und er macht ein paar andere Schreine. Es gibt nämlich noch einen Major Test of Strength. Also wir machen die ganze Zeit nur die Kleinkraftproben. Es gibt aber noch eine schwere Kraftprobe,
die auch ziemlich auf dem Weg ist. Da hatte ich mal ausprobiert, da kann man nämlich auch diese Schildclips anwenden. Problem ist nur, dass man da sehr schnell von dem Wächter genervt wird. Und wenn der einmal um einen rumhantiert, ist es extrem schwer, da durchzuklippen. Von daher habe ich mich dagegen entschieden. Und habe lieber zwei andere Schreine gemacht. Den da einfach ersetzt. Gibt es denn jetzt eigentlich Strategien, die du anders machen würdest, auf dem Marathon als zu Hause zum Beispiel? Nein. Bis jetzt nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Das einzige wäre halt, dass ich mir ein paar mehr Backup-Waffen nehme. Aber. Ja. Zu Hause würde ich wahrscheinlich, anstatt den Launch nochmal zu probieren, einfach den letzten Safe laden, damit ich wieder die Waffen habe. Das ein bisschen langsamer ist, aber da muss ich mir darum keine Sorgen machen, aber ja. Eigentlich nicht. Eigentlich alle Strategien, die ich mache, mache ich auch hier. Ah, aktiviert. Den Schrein macht man jetzt auch mehr oder weniger intended. Ich weiß gar nicht, ob das so gedacht ist, aber ich denke mal. Hier muss man einfach nur anhalten, damit der eigentlich überrollt. Also quasi so ähnlich wie im ersten Schrein, den wir gemacht haben. Und da einen anhalten, damit die anderen nicht rauskommen. Und dann kann man da drunter durch. Das war knapp. Ein bisschen. Normalerweise ist das nicht so knapp, aber okay. Ich habe mich schon tot gesehen, also. Was ist im Speedrun schon normal? Also. Ja. Aber so knapp sollte es wirklich nicht sein. Es hat funktioniert, das ist die Hauptsache. Das ist halt das Problem, die kommen so ein bisschen random raus und je nachdem, welchen Stein man halt erwischt, hat man unterschiedlich viel Zeit, um da durchzukommen. Wenn man halt gerade einen Stein erwischt, nachdem ein anderer durchgeflutscht ist, dann ja, kommt halt sowas dabei raus. Hier wäre auch noch eine Backup-Waffe, aber ich glaube, die brauche ich nicht. Gute ist, der Kiste kann ich mich direkt zum nächsten Schrein schießen. Und wenn man sich jetzt an den Schrein vor dem, an den vorletzten Schrein erinnert, wo ich einfach die Wand, wo ich einfach die Kisten mit der Bombe kaputt gemacht habe, um da durchzukommen, wo man normalerweise Feuer bräuchte. Das ist das Theme von diesem Schrein. Das heißt, ja, mach die einfach so kaputt. Der kleine Wächter, da kann einen manchmal nerven. Ah. Und da, wenn man die Bombe richtig wirft, kann man beide Kisten auf einmal kaputt machen. Und dann, normalerweise braucht man halt zwei Bomben. Wenn man das nicht schafft. Aber muss man sie halt wirklich zentral werfen. Und dass sie nah an der Wand ist, damit das funktioniert. So, und jetzt ist wieder Rivalis Gale an der Reihe. Weil jetzt steigen wir den Todesweg hoch. Ja! Ein
bisschen aufpassen. Wenn ich hier zu lange brauche, dann kommen die tatsächlich. Normalerweise, wenn man schnell genug ist, dann stören die einen nicht. Ja, aber ich befürchte, da war ich jetzt ein bisschen zu langsam. Ist ein bisschen tricky, die Kiste zu treffen mit dem Magnesis, weil man das durch so einen kleinen Spalt in der Monsterfestung macht. Und wenn man das ein paar Mal fehlt, dann ja. Ist nicht schlimm, muss ich einfach neu laden. Aber ist immer noch besser, als wenn die mich da jetzt nerven. Ja gut, oder sehe mich gar nicht erst, das ist auch besser. Gut, da wollte er jetzt nicht nach vorne springen. Gibt es noch eine Kiste? Wahrscheinlich nicht. Muss nämlich auch ein bisschen zentral auf der Kiste stehen, wenn die einen trifft. Sonst funktioniert es nicht. Das Problem ist, wenn es halt nicht funktioniert, die Kiste ist halt weg. Ja, man die kann Kiste die nicht ist weg. Benutzen. Es gibt zwar noch eine andere, aber ja, die Monster hat mich jetzt schon gesehen. Das wäre nichts geworden. Leider. Ah, lade ich einfach gerade neu. Ist nicht so schlimm. Ist wahrscheinlich in manchen Fällen auch schneller. Okay, das hat jetzt leider nicht geklappt. War jetzt das Timing ein bisschen kaputt, aber... ja, machen wir es halt doch mal. Bisschen ärgerlicher ist, wenn ich... den Trick muss ich gleich nochmal machen. Das aber der Autosave ein bisschen weiter von entfernt. Hoffe ich, dass das dann klappt. Was genau ist jetzt dein Plan? Mein Plan ist, jetzt da hochzugehen. Weil da nämlich ein Schrein ist. Ja, das war der Plan. So, und hier muss ich jetzt hoch. Das würde ja normalerweise eine Weile dauern. Ach, weil hier hochkraxeln ist, ja, langsam. Aber zum Glück haben wir Rivalis Gale. Was auch interessant ist, manchmal, da unten ist ein Wächter, ein Läufer. Und manchmal, ich weiß nicht warum, manchmal nimmt er mich ins Visier. Ist mir in letzter Zeit aber nicht mehr passiert. Was ein bisschen komisch ist, weil ich eigentlich nichts gemacht, geändert habe in meiner Strategie. Aber ich bin froh drum. Ja, war manchmal echt nervig. So, und hier bin ich jetzt in der Vulkangegend. Hier kann ich nicht überleben. Normalerweise. Aber zum Glück haben wir unten einen Schrank gekauft. Das war ein ziemlicher YOLO-Lounge. Ich bin froh, dass er geklappt hat. Ja, er wollte nicht... Er war noch am Ducken. Also nicht so gut. So, ich krieg hier die Meldung, dass es Feuer fängt, das weiß ich. Aber die Waffen nehmen keinen Schaden, sondern wenn sie dann verbrennen, dann sind sie ganz weg. Aber ich kann den Timer auch resetten, indem ich die Waffe wegstecke. Also einmal kurz ausrüste und wieder wegpacke. Hier ist noch ein Grund, warum ich Bombenpfeile brauche. Das ist ein bisschen blöd. Aber die ungefähre Idee sollte rübergekommen sein, wie wir den Schrein skippen werden. Man kann damit die eine Seite runter, ja, runterschicken. Manchmal geht er höher und manchmal nicht. Muss man halt gucken, dass man im richtigen Moment springt und den ganzen Schwung ausnutzt, den man hat, um da halt hochzukommen.
Da ist auch ein Schlüssel drauf, das heißt... Das war... Ja, und das passiert, wenn man Schaden nimmt. Das war geplant. Alles geplant. Das Witzige ist, ich habe die beiden Male davor keinen Schaden genommen, obwohl ich mich geheilt habe. Das einzige Mal, wo ich mich vergessen habe zu heilen, sterbe ich natürlich direkt. Das Gute ist, ich habe jetzt 3 Herzen, das heißt, ich muss mich nicht mehr heilen. Sobald man nämlich stirbt, wird man mit mindestens 3 Herzen wiederbelebt. Ich habe das Gefühl, wenn man Schaden nimmt, dann schafft man es eher. Und da war der Schlüssel, den hätte man jetzt aufnehmen können, aber brauchen wir nicht. So, ich rüste die Bombenpfeile ab. Weil wenn ich die Bombenpfeile nämlich rausholen würde in der heißen Gegend, dann würden die direkt explodieren. Das wäre nicht so gut. So. Jetzt kommt, glaube ich, einer der schwersten Tricks im Run. Gucken, ob das, wie lange ich dafür brauche. Was denkst du, wie lange für den Run noch brauchst? Sollte klappen. Wie lange? Das außer so klappen, davon gehe ich aus, aber so zeitmäßig. Was hast du so ein Gefühl? Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, wann ich wann wo im Run sein muss. So, jetzt kommt der Grund, warum ich die Amiibo-Rune habe. Und zwar, sobald ich die einsetze, wird mein Stasis-Cooldown resettet. Das heißt, ich kann einfach nochmal. Was natürlich sehr nice ist. Was auch das Ding zurücksetzt, ist die Erinnerung, die ich vor einer Stunde ungefähr mir angucken musste. Also, ich habe sie geskippt. Jetzt skippe ich sie wieder. Habe ich die Bombe ein bisschen zu früh gezündet. Aber es sah verdammt gut aus. Ja. Ja, normalerweise hätte ich mich jetzt den ganzen Weg bis dahin halt lauten können. Das Problem an dem Trick ist, dass sich die Kiste ein bisschen random dreht. Also, ich habe manchmal Probleme, die ganzen Hits zu kriegen. Weil, ja, wenn das Ding flach ist, dann kann ich keine Hits machen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, Dinge unter sich zu hitten. Kann ich mal kurz zeigen, wenn es funktioniert. Wenn ich Bow Spin. Sieht witzig aus. Und das kann man halt nutzen, um Dinge unter sich mit der Waffe zu hitten. Wie genau macht man das? Man drückt B und die Taste für Bogen im gleichen Moment. Während man spinnt. Das ist ziemlich einfach. Obwohl, manchmal ist das Timing ein bisschen komisch. So, naja, Backup-Strats. Ich kann mich einfach drüber schießen. Dann bin ich auch schon beim nächsten Schrein. Und wenn ich den Trick richtig hingekriegt hätte, dann wäre ich hier noch ein bisschen früher gewesen, aber macht nix. So, hier gibt's auch wieder einen Skip. Wenn man im richtigen Moment springt, dann kann man genug Schwung haben, um ganz nach oben zu kommen. Das ist allerdings ein bisschen präzise. Deswegen habe ich versucht, das zu buffern. Das ist aber auch nicht so ganz einfach. Aber man kann es auch einfach so machen als Backup. Ist nicht... Wenn man den Trick so failt, dann verliert man zu der normalen Strat zumindest keine Zeit. Ganz interessant. Genau, und fehlen jetzt noch 3 Schreine. Ja. Also wenn ich das einschätzen müsste, würde ich sagen, es geht ein bisschen über Estimate, aber nicht viel. Der Anfang war, hat mir sehr viele Probleme bereitet, von daher. Und jetzt gehen wir zum zweiten Dorf.
wo es einen Titan gibt. Den wir aber nicht machen werden, weil der sehr, sehr langsam ist. Unobo-Escort nicht. Ja, genau. Es ist eine Escort-Mission. Und die KI von dem Viech, was man eskortieren muss, ist schrecklich. Ja. Das ist langsam und hat eine nervige Stimme und... Nein. Wobei der Titan geht ja eigentlich ganz schnell. Nur halt der Weg dahin ist halt das Problem. Das ist das Problem. Also, den Dungeon würde ich gerne machen. Der ist cool. Aber dahin zu kommen, ist zu langsam. Hast du einen Lieblingsdungeon? Gute Frage. Also von der... Also vom reinen Dungeon würde ich sogar sagen, das war Rudania. Also der hier, der ist eigentlich ziemlich cool, weil man den so um 90 Grad drehen kann. Lieblingsdungeon ist immer schwierig zu sagen. Warum habe ich eigentlich Stasis ausgerüstet? Ich brauch's gar nicht. Ich brauche mir für die Bomben. Weil hier gibt's auch wieder einen kleinen Skip. Überraschung. Ich glaube, es ist eher eine Überraschung, wenn ich sage, in diesem Schrein können wir nichts skippen. Hier kam gerade einmal die Frage auf, warum seine Estimate niedriger ist als seine PB. Ja, das liegt daran, weil ich ganz viel offline gerannt habe. Und ich fest davon ausgegangen bin, dass es nicht so schrecklich laufen kann. Was man da versucht, ist quasi ein gefailter Stasis Launch. Also, dass man quasi das falsche Timing nimmt, was aber in diesem Fall richtig ist. Weil wenn man das Timing nämlich verkackt, dann wird man nach oben geschleudert, was genau das ist, was wir hier wollen. Das war auch ein bisschen präzise, auch von der Position her. Launches werden natürlich auch immer schrecklicher, mit je kleiner die Gegenstände werden, mit denen man sich versucht zu launchen. Ja, so soll das dann aussehen. Ja, wenn man einen riesen Baum hat, dann ist es einfach. Hat man auch viel Platz, wo das funktioniert, aber ja. Gibt ja auch teilweise Launches mit Vasen oder kleinen Steinen. Mhm. Man kann auch einfach einen Stein nehmen, den in der Luft einfrieren mit Stasis, dann hitten und dann noch einen Pfeil drunter schießen und sich damit launchen. Oh Gott. Ja, das Spiel ist mittlerweile ziemlich crazy geworden. Und nicht nur wegen den ganzen Out-of-Bounds-Glitches, die jetzt gefunden wurden. Auch das ursprüngliche, die Stasis-Launches, wurden immer weiter verfeinert. Gibt's von den Clips in anderen Runs eigentlich noch mehr? Ja, in Any% kippt man sich noch in einen Schrein mehr. Und ich weiß gar nicht, wie es aussieht, aber es war auch die Überlegung, im Castle, also in Schloss Hyrule, auch noch einen Clip einzubauen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt verlaufen ist. Weil normalerweise, man muss halt den Turm nicht aktivieren. Gut, die Bombe war jetzt unnötig. Man muss den Turm nicht aktivieren für Any%. Für die Kategorie hier ist es halt, ja, doch sehr wichtig, weil man sich oft genug warpen muss. Und ja, genau. Ich sollte Flying Machine erklären. Das hier ist Flying Machine. Man packt einfach zwei Minecarts aufeinander und dann kann man das untere einfach rumtragen. Und da das Spiel nur registriert, dass Link nicht direkt auf dem unteren steht, sondern halt auf irgendwas anderes, was von dem unteren getragen wird, kann man sich damit einfach so durch die Luft transportieren. Ja. Wie war das? Das mit dem Fliegen macht man nur, wenn man sich hasst. Genau. Ist aber nicht so viel, von daher. Und wenn man es mit Bewegungssteuerung macht, hasst man sich sogar noch mehr. Ich mache es mittlerweile mit Bewegungssteuerung. Wow! Weil ich gemerkt habe, wenn ich stillhalte, dann ist es gar nicht so schlimm. Wow. Shoutouts an Owl Towers, wo man im Grunde nur die Flying Machine die ganze Zeit macht. So, was ich hier haben will, ist, dass ich halt hier... Warum? Wollte ich jetzt nicht aus. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit aus, aber ja. Ich möchte halt hier in den Walter Crocs, weil da das Master Schwert ist. Und
An der Stelle ist normalerweise halt so ein Croc Trial, wo man sich halt durchkämpfen muss mit so einem speziellen Waffenset. Und da ist die Wand nicht sonderlich dick. Also diese Wand, wo man ausweidet. Das heißt, ich kann einfach mit dem Speed von der Flying Machine da durch. Weil es ist halt ein Timer, nach einer bestimmten Zeit, wenn ich mich in dieser Zone befinde, werde ich ja ausgeweidet. Wenn ich aber schnell genug bin, dann komme ich einfach durch. So, danach will ich aber ausweiden, damit ich wieder zurück zum Anfang von diesem Trial komme. Damit ich halt hier noch meine beiden letzten Schreine machen kann. Genau, hier muss man Sterne zählen. Das ist immer die gleiche Anzahl, von daher sollte das gehen, wenn ich nicht wieder die Kombination vergessen habe. Na, warte, das war so, oder? Ich bin mir echt gerade nicht sicher. Passt das? Okay. Gut. Hat funktioniert. Jetzt brauchen wir noch einen Schrein. Nach dem hier. Und dann ist der spannende Teil, jetzt waren es auch um. Weil dann haben wir alle Schreine, die wir brauchen, und wir müssen nur noch ein paar Cutscenes ertragen. Und die Herzen eintauschen, die Token. Das meine ich. Man muss die Herzen eintauschen, dann muss man das Master Schwert holen, was halt auch nochmal Cutscene ist. Aber genau, das braucht noch ein paar Minuten, von daher wird sie wie, ich glaube, 1-2 Minuten bei Estimate so um den Dreh. Hier wurde gerade gefragt, wurde das im Spiel eigentlich erklärt mit den Minecarts und der Bombe? Ich meine nämlich nicht. Gute Frage. Ich glaube, es wird nicht erklärt, sondern man soll einfach selber drauf kommen, weil diese Körbe schon so ein bisschen einladend sind. Ja, ich glaube auch. Also routinierte Zelda-Spieler kommen, denke ich, ziemlich schnell drauf. Ich weiß auch, man kann einfach Stasis benutzen und sich immer ein kleines Stück vorkämpfen. Ja, weiß gar nicht. Ich hab's einfach ausprobiert. So, wir machen jetzt hier noch diesen kleinen Croc-Trial. Was wir machen müssen, ist, wir müssen diesem kleinen Croc hinterherlaufen. Ja, wenn man den Weg kennt, kann man einfach an ihm vorbeilaufen. Weil der ist sehr, 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 sehr langsam. Dem möchte man nicht hinterherlaufen. Wenn ich denn den Weg finde, doch, da ist er. Es gibt auch einen Lounge, aber der ist bisschen schwierig und man hat halt die Gefahr, dass man hier ausgeweidet wird. Von daher laufe ich einfach den Weg. Das Problem am Wald ist nämlich auch, wenn man irgendwo falsch langläuft, wird man direkt resettet. Genau. So, und das Witzige an dieser Quest ist es, dass diese Quest tatsächlich erst vorbei ist, wenn der Croc am Schrein angekommen ist. Das heißt, in allen Kategorien, wo man nur den Schrein braucht, kann man den Schrein sich jetzt einfach holen, weil er ist da, man kann ihn aktivieren, man kann rein und fertig ist. Aber die Quest ist immer noch nicht fertig. Obwohl wir den Schrein haben, es nichts mehr zu tun gibt. Er ist nicht angekommen. Das heißt, in All Quests oder 100%, wo man halt die Quest braucht, kann man das nicht machen, sondern da muss man wirklich warten. Und das braucht irgendwie 5 Minuten oder so. Also da hat man eine schöne Pause im Run. Ja, und der schnellste Weg, um wieder zurückzukommen, ist einfach hier ins Nichts zu laufen und sich ausweiden zu lassen. Kann man dann auch ein bisschen rumlaufen, aber ist im Grunde egal, was man macht. Einzige, was man jetzt halt noch braucht, ist die Herzen, die man jetzt eintauschen muss. Jetzt spricht der Croc einen auch noch drauf an, dass man ja die Quest nicht geschafft hat und man es doch gerne nochmal probieren soll. Aber warum sollte man das tun, wenn man den Schrein schon hat?
Jetzt kommt der spannendste Teil des ganzen Rounds. Ja. Wenn ich denn finde, wo ich rein muss. Das war... ja, da. Okay. Sehr gut. Ich habe das Spiel jetzt schon mal gespielt. So, jetzt... Sicher? Ja, jetzt ist es wirklich nur die ganze Zeit A drücken. Und sonst so... Aber wenigstens überspringen sie beim zweiten Mal ein bisschen was an Text. Ja. Zum Glück kommt die Animation, wie Link den Herzcontainer so bewundert, nur einmal. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich die ganze Zeit A drücke und nicht B, weil sonst kann man nämlich auch sagen, aus Versehen sagen, okay, ich bin fertig. Aber das, ja, dann müsste man sich die Cutscene wieder angucken. Das wäre halt ein bisschen nervig. Ja, das wäre natürlich schrecklich, wenn man aus Versehen auf Ausdauer kommt. Ja, aber müsste man einfach den Save neu laden. Ja. Würde halt sehr viel Zeit verlieren, aber da ich die ganze Zeit nur A drücke, laufe ich da keine Gefahr, irgendwas anderes auszuwählen. Ja, und da das Game sowieso um doppelte Bestätigung bittet. Ja. Sollte das nicht... Sollte das eigentlich kein Problem sein. Das wäre witzig. Das haben sie bei den Eulen anderen Zeldas aber auch anders gesagt. Ich will nicht wissen, wie lange ich schon vor Eulen hinge, einfach nur weil ich B gedrückt habe statt A. Ja. Ich meine, man muss es sich auch durchlesen. Ich glaube nicht, dass man sich durchliest, wenn man B drückt. Hier kam gerade der Vorschlag, pro Minute über dem Estimate 1 Euro spenden. Keine gute Idee. Ich komme nicht 10 Minuten über Estimate, das funktioniert ja, das, gar nicht. Ja, das ist das Problem. Wir haben eine Spendenbox hier. Gleich ist vorbei, keine Sorge. Yay. Wir hätten aber jetzt schon Schluss machen können, weil mehr passiert jetzt nicht. Jetzt habe ich halt alle Herzen. Ich habe mich auch nicht irgendwo verzählt, keinen Schrein vergessen, wunderbar. Das heißt, ich kann mir jetzt das Master Schwert holen. Jetzt einfach noch eine Cutscene. Und wenn Cutscene. Ich dann das Schwert ganz rausgezogen habe, dann ist auch Time. Kommen immer noch Flashbacks. Link. Flashbacks. Zelda. All die wunderschönen Cutscenes, die man nicht gucken will. Jetzt sagt eine dicke Wurm, hey. Hol dir das Schwert. Kannst ein bisschen Leben dabei verlieren. Aber ja. Fast schon. Ich habe mal einen Meme Race gemacht. Try to grab the Master Sword without enough hearts and die. Oh. Sprich, direkt vom Plateau hierhin. Versuchen das Schwert rauszuziehen. Beim ersten Mal hält er einen von ab. Okay, gleich ist Time. Und Time. Time. Ja. Da hat man das Masterschwert. Was einem mit Run absolut nichts bringt, aber es sieht cool aus. Und geht nicht kaputt. Muss ich manchmal nur ausruhen, aber ist auf jeden Fall vorteilhaft. Ja gut. Dann bedanke ich mich, dass ich mir das zeigen durfte. Auch wenn es leider nicht so ganz gelaufen ist. Der Anfang war ein bisschen... Der Clip am Anfang hat mich sehr viel Zeit gekostet. Das ganze Anfangsplateau... ist noch nicht so ganz optimiert. Aber ich wollte es unbedingt zeigen, weil ich zeigen wollte, wie weit das Spiel in dem Jahr, wo ich es jetzt seit das letzte Mal gezeigt habe, wo das Spiel das Jahr hingegangen ist. Mehr Clips, mehr Launches, mehr alles, mehr Craziness. Und ich meine, ja, das muss man einfach zeigen. Von daher bedanke ich mich dafür. Ja, danke dir für den schönen Run. Ja, definitiv. Kein Problem. Kann ich diese Beams verschießen? Früher in der Route hat man noch den antiken Sattel mitgenommen. Dann hätte man jetzt das Pferd hier hinspawnen können. Dann hätte ich es jetzt umbringen können, aber... geht leider jetzt nicht so einfach. Hm, ja. Du kannst ja noch schnell zum Stall und es da umbringen. Ach.
Leute haben dafür gespendet, das wäre jetzt ein bisschen arg mies. Wenn es hier gewesen wäre, hätte ich es gemacht, aber so, naja. Ja. Einfach nur genereller Shoutout an die Breath of the Wild Community. Auch die Route, die ich jetzt gemacht habe, war so ein bisschen improvisiert, weil das neue Plateau da noch nicht reingeroutet ist in die Kategorie. Und die Clips und das alles noch gar nicht existiert hat, als ich die Kategorie submitted habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dabei noch eine vernünftige Route gibt. Und dann kann ich den Run gerne mal irgendwann wieder zeigen. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch in die Pause.